Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen hier im wunderschönen Maritim. Ich freue mich, dass Sie doch sehr zahlreich erschienen sind, aber das sind wir inzwischen auch gewohnt. Denn der Klimadialog ist ein, wie ich meine, hervorragendes Format, was wir als Landeshauptstadt gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung vor 6 Jahren ins Leben gerufen haben. Also das ist der 6. Klimadialog, den wir veranstalten. Und es ist uns auch immer gelungen, ich sag mal, echte Hochkaräter einzuladen, die uns zum Thema vortragen. Ich verabsäume für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Holger Platz. Ich stehe heute hier stellvertretend für den Oberbürgermeister, falls Sie sich wundern, dass der sich irgendwie verändert hätte. Und ich bin aber, denke ich, auch hier ganz genau richtig, unter anderem auch für die Umwelt in der Landeshauptstadt zuständig. Ja, ich freue mich auf einen spannenden Abend. Näher ans Mikro. Muss ich nochmal von vorne anfangen? Okay, gut. Dann gehe ich jetzt noch näher ans Mikro für die entscheidenden Sätze, die ich jetzt sprechen will. Ich freue mich, Herrn Dr. Michael Kopatz begrüßen zu dürfen als Hauptreferenten vom Wuppertal-Institut für Umwelt, Klima und Energie. Er wird zu dem Thema, ich denke, das wird er jetzt auch selber gleich erläutern, heute hier das Hauptreferat halten. Und da möchte ich mich bei Herrn Professor Dr. Thomas Gliche bedanken, der es übernehmen wird, dann in die Moderation einzusteigen. Das heißt, es wird dann noch Fragen geben an den Referenten. Und Sie haben natürlich, wie Sie das ja gewohnt sind, auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder auch kritische Statements einzubringen. In diesem Sinne wünsche ich uns einen spannenden Abend und wir freuen uns jetzt alle auf Herrn Dr. Kopatz. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr über die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass hier so viele Menschen versammelt sind zu diesem so wichtigen Thema. Weil als alter Missionar, je mehr ich erreichen kann, desto besser. Und ich möchte gleich mit einer Grundsatzfrage oder mit einer Motivationsfrage beginnen. Weil manchmal fragen die Leute mich nach dem Vortrag, ja, woher holst du bloß deine Energie her, was treibt dich an? Und ich stelle mir dann, oder was ich dann antworte, ist, dass ich mir eine Situation vorstelle, dass meine Kinder mal Kinder haben und dann in 20, 30 Jahren vielleicht meine Enkel mich mal fragen, sag mal Opa, was hast du eigentlich gegen die globale Erwärmung unternommen? Und ich kann mir vorstellen, dass einige von uns später in einer Situation sein werden, dass ihnen genau diese Frage gestellt wird. Und ich frage mich, wie viele dann sagen werden, ach, davon wusste ich gar nichts. Oder, ja, ich war gar nicht sicher, ob das stimmen würde. Oder, ach, was hätte ich denn schon tun sollen? Die globale Erwärmung ist ein reales Phänomen. Man sieht diese Korrelation, diese Eiskernbohrungen gehen über mittlerweile 800.000 Jahre zurück. Und was man hier sehr gut sehen kann, ist, dass der CO2-Gehalt von 300 Parts per Million über all diese hunderttausenden Jahren nicht überschritten wurde. Und wenn jetzt mal die rote Kurve unten ist, dann ist das eine Eiszeit. Und wenn eine rote Kurve oben ist, dann ist das eine Warmzeit. Und jetzt zeige ich Ihnen, wo CO2 heute steht. Weit über dem, was wir erdgeschichtlich kennen. Und manche sagen da, wieso? Das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Trump würde das wahrscheinlich sagen. Die globale Erwärmung ist real und man sieht es an dieser Grafik, in diesem Kreis sind ganz viele Länder abgebildet. Und das sind besonders heiße Sommer und die Temperatur, die dort abgebildet wird über viele Jahre, man sieht, es wird immer heißer auf dem Planeten. Und wir sehen diese Bilder und wir sehen im Fernsehen die Katastrophen, Dürrekatastrophen, Hurricanes
Wenn der Meeresspiegel sich erwärmt oder das Meer sich erwärmt, dann führt das eher und bilden sich eher Hurricanes heraus. Und auch ein physikalisches Fakt ist, dass mit einem Temperaturanstieg von einem Grad kann die Luft 7% mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Ja? Und wir haben jetzt schon einen Grad mehr. Und diese Feuchtigkeit, die kommt wieder runter in Form von Niederschlag. Deswegen gibt es immer häufiger solche Starkregen-Ereignisse. Und wenn man das so sieht, dann würde man sagen, ja, also eigentlich müssen wir ja dringend was dagegen unternehmen, aber eigentlich machen wir weiter wie bisher. Wir geben Vollgas, obwohl wir die Probleme sehen. Und man könnte sich fragen, ja, wieso ist Deutschland denn jetzt nicht hier Vorreiter beim Klimaschutz? Sind wir nicht Vorbild? Das war über viele Jahre so, aber man sieht an dieser Grafik, dass seit 2008 CO2 in Deutschland nicht mehr zurückgegangen ist. Trotz aller erneuerbaren Energien, trotz aller Effizienz, die wir bisher realisiert haben. Und deswegen sage ich immer, beim Klimaschutz ist es wie bei einer Diät. Die ersten Kilos gehen schnell und dann wird es immer schwerer. Das Ziel, wo wir hin müssen, um die globale Erwärmung bei 2 Grad zu begrenzen, jetzt haben wir schon gerade 1 Grad Erwärmung, das Ziel lautet, wir müssen die Emissionen pro Kopf im Jahr auf 1,5 Tonnen reduzieren. Das heißt, oder was heißt das? Wenn ich, also der Bundesbürger emittiert im Schnitt ungefähr 10 Tonnen CO2 im Jahr und wenn Sie einmal nach Mallorca geflogen sind, sind Sie schon wahrscheinlich bei 14 Tonnen, nach Neuseeland bei 18 Tonnen und wenn man, sagen wir mal, der Radikal-Öko ist, sagen wir mal, der nicht fliegt, kein eigenes Auto hat, in einem sehr effizienten Haus wohnt, kein Fleisch isst, nur regionale Produkte kauft, der kommt immer noch auf 5 Tonnen CO2. Es ist, sage ich mal, ich müsste schon wie Diogenes in die Tonne ziehen, um dieses Ziel jetzt zu erreichen. Also es ist außerordentlich ambitioniert. Und ich glaube nicht, dass wir dieses Ziel, und das sind jetzt die 2 Kernbotschaften der Ökoroutine, dass wir dieses Ziel allein durch technische Innovationen erreichen. Das machen wir seit 20, 30 Jahren, also mehr Effizienz, mehr Erneuerbare. Das ist super wichtig, aber was wir darüber hinaus noch brauchen, ist eine Veränderung unseres Verhaltens. Nicht nur technische Innovationen, sondern sozial-kulturelle Innovationen. Dass wir irgendwie dahin kommen an einem Punkt, wo wir sagen, okay, bis hierhin ist es genug, ich brauche nicht noch mehr. Das ist eine unglaublich große Herausforderung, dahin zu kommen. Und damit sich unser Verhalten verändert, unsere Gewohnheiten, unsere Routinen, das behaupte ich, dafür alleine, aber das wird nicht alleine dadurch geschehen, dass wir noch ein paar tolle Kampagnen machen, ich ein paar schöne Vorträge halte und Bücher schreibe und wir tolle Broschüren machen und eine exzellente Bildungsarbeit an Schulen, all das machen wir nämlich schon seit 30 Jahren, damit sich unsere Routinen verändern, unser Verhalten verändert, müssen die Verhältnisse sich verändern oder beziehungsweise die Strukturen. Wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, dann verändert sich auch unser Verhalten. Das werde ich gleich beschreiben, wie das funktioniert. Zunächst ein kurzer Vorlauf. Warum geschieht ja nicht das, was geschehen muss? Also systemisch, strukturell betrachtet. Eine Herausforderung, ich greife nur ein paar heraus, von denen, die in den ersten 40 Seiten der Ökoroutine stehen, ist der Wettbewerbsdruck zwischen Unternehmen. Froster zum Beispiel, der hat ein Zitat auf der Rückseite des Buches gebracht. Die meisten werden es kennen. Das ist ein Gefrierprodukt, was es im Supermarkt gibt. Und der hat damals festgestellt, das ist jetzt schon wahrscheinlich 15 Jahre her, dass bei ihm in der Firma die eigenen Mitarbeiter die Produkte nicht mehr gegessen haben. Und dass in der Firma eigentlich nur noch 2 Köche da waren, der Rest war nur Lebensmitteltechniker. Und das kam daher, dass man immer mehr Chemie einsetzen musste, weil die Zutaten immer schlechter wurden, weil man mit dem Produkt am Wettbewerb ja kostengünstig bleiben musste. Und da hat er gesagt, damit reicht es mir jetzt, ich will ein hochwertiges Produkt am Markt etablieren. Und da steht heute noch drauf, das ist drin und sonst nichts. Ja, da sind nur Zutaten drin, die ein normaler Mensch auch zu Hause im Kühlschrank haben könnte oder in der Vorratskammer. Ja, das ist nach wie vor was ganz Besonderes. Ja, und dann wurde das Produkt, sagen wir mal, 30 Cent die Packung teurer und die Leute haben es nicht mehr gekauft.
Sie haben bei Gut und Günstig oder Ähnliches eingekauft. Ja? Und die Firma wäre fast pleite gegangen. Weil ein Unternehmer gemacht hat, was er für richtig hält, was Vernünftiges tun wollte, was Verantwortungsvolles, wäre er fast pleite gegangen. Das heißt, man kann nicht einfach das als Unternehmer das tun, was man gerne möchte. Man muss die Produkte ja auch verkaufen. Der Kunde muss mitziehen. Und stellen wir uns mal vor, Mercedes würde jetzt verkünden, nächsten Montag, wir verkaufen ab dem Jahr 2023 nur noch Elektromobile. Wahrscheinlich würde die Aktie an der Börse am nächsten Tag im Keller rauschen, weil sich die Anleger sofort denken, ja, dann wird die Firma ja also quasi pleite gehen, zumindest werden die Umsätze zurückgehen, ist ja gar keine Frage. Und der Vorstand könnte ganz schnell seinen Posten räumen, weil es ist doch ganz klar, die Leute werden dann bei VW ihren SUV kaufen oder das Auto, worauf sie gerne Lust haben, bei der Konkurrenz. Und gerade VW hat ja erst vor einem halben Jahr angekündigt, sie haben ihre SUV-Flotte, also geländegängige Wagen, auf 17 Modelle zu erweitern. Also gerade bei Aktienunternehmen, wo die Anleger innerhalb von 2 bis 3 Jahren die Rendite oder wissen wollen, was mit dem Geld geschieht oder die Rendite erwirtschaftet haben wollen, nicht, da sind die Interessen sowieso besonders kurzfristig. Zwischen Unternehmen ist das eindeutig, leider auch zwischen Kommunen. Nur so sind solche Provinzflughäfen wie Kassel-Calden zu erklären. Und was ich Münster, Osnabrück, jede Menge kleine Regionalflughäfen, wo dann irgendwelche, Landräte oder Bürgermeister gedacht haben, dass aus dem letzten Kaff noch eine internationale Top-Destination wird. Hat leider nicht geklappt. Nicht allein in Osnabrück hat man 100 Millionen Euro versenkt an Subventionen. Ein anderes systemisches Problem ist die Werbeindustrie. Ich nenne das hier Kommerzialisierung. 30 Milliarden Euro gibt die Industrie, deutsche Industrie, jedes Jahr aus, damit wir Produkte kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Wenn meine Tochter ankommt und sagt, ich brauche Nike-Turnschuhe, dann liegt das daran, weil dieser Konzern dafür jedes Jahr viele Millionen Euro alleine in Deutschland investiert, damit sie denkt, es ist ein Must-Have. Werbung manipuliert uns, ohne dass uns das bewusst ist, wie hier dieser Spot, auch wenn der Weg zum Bäcker mal nicht über einen Bergpass führt, ist es trotzdem angemessen, ein 2 Tonnen schweres Fahrzeug über geteerte Straßen zu bewegen. Diese Sporturkunde hat meine Tochter mal in der Schule bekommen, bei einem Fußballcup. Und als sie damit zu Hause stolz ihre Urkunde zeigte, habe ich gedacht, mich trifft vielleicht der Schlag. Ja? Steht drauf, der DFB und McDonald's gratulieren. Haben viele Eltern gar nicht gemerkt, ja, wie weit jetzt hier der Kommerz, die Werbung in jede Pore unseres Lebens vorgedrungen ist, bis in Schulen, wo sie offiziell sogar verboten ist. Mal abgesehen davon, dass es ja zutiefst widersprüchlich ist, irgendwie McDonald's und Sport. Ja. Oder soll man sich beim Sport vielleicht den Burger abtrainieren? Das haben die sich vielleicht von Funny frisch ausgedacht. Auch gedacht. Die machen ganz offiziell, werben sie damit, dass sie schon über 1700 Veranstaltungen an Schulen gemacht haben, wo dann die Schüler ein Funny-Chips-T-Shirt tragen. Ja. Das ist professionalisiert, obwohl es in den meisten Bundesländern offiziell verboten ist. Es gibt sogar eine Agentur, die nichts anderes macht als Schulmarketing. Das sind, ich sag mal, die ganze Werbung zusammen betrachtet, ist wie eine Gehirnwäsche der Zivilgesellschaft. Da können Sie noch so viel den Leuten erzählen, ja, kauf mal weniger und so weiter. Wie soll das funktionieren, wenn alles ruft ständig überall nach mehr, mehr, mehr? Stichwort Subvention. Wir sind immer noch bei den systemischen Faktoren, warum nicht das geschieht, was geschehen sollte. Man sagt immer, Umweltschutz, das kostet. Wir geben, das sind offizielle Zahlen vom Umweltbundesamt, 57 Milliarden Euro aus jedes Jahr für Dinge, die umweltschädlich sind. Zum Beispiel das Dieselsteuerbegünstigung, der Vorzug von Dienstwagen oder auch für die Pendlerpauschale. Die Pendlerpauschale ist eine Motivation dazu, mit dem Auto zu fahren oder überhaupt weite Strecken zu fahren. Es gibt ja dafür einen Steuernachlass. Und der beläuft sich auf insgesamt 6,5 Milliarden Euro. Und jetzt ist ja gerade aktuell in der Debatte kostenloser Nahverkehr.
6,5 Milliarden Euro ist ziemlich genau das, was durch den Nahverkehr bundesweit am Ticketverkauf eingenommen wird in den Städten. Ja, man könnte also den gesamten Nahverkehr in den Städten damit kostenlos anbieten mit dieser Summe. Und so bekommen Sie hier schon an diesem Beispiel einen Eindruck davon, was ich meine mit Verhältnisse verändern statt Verhalten. Wenn ich auf der einen Seite die Pendlerpauschale abschaffe und auf der anderen Seite Busse günstiger oder besser mache, dann steigen die Leute um. Beziehungsweise es motiviert sehr stark dazu, diese äußeren Verhältnisse. Und solche Debatten müssen wir führen. Kommen wir zu uns als Person. Wir tun ja leider auch nicht das, was wir für richtig halten. Dafür gibt es auch Gründe. Ich schildere nicht alle, nur ein paar. Wir neigen zur Expansion. Hier kommt eine komplizierte Grafik, die überspringe ich mal. Die Wohnfläche pro Einwohner ist in der Republik hat ständig zugenommen. Und man kann das hier ganz gut sehen. Und das im Prinzip seit 50 Jahren. Und seit 30 Jahren ist die Einwohnerzahl in Deutschland eigentlich auf gleichem Niveau, eigentlich latent leicht schrumpfend gewesen. Und diese immense Neubautätigkeit, weil die Wohnungen immer größer werden, die kann man auch in dieser Grafik sehen. Es werden im Jahr im Schnitt ungefähr 250.000 neue Wohnungen in Deutschland gebaut. Das heißt, alle 4 Jahre 1 Million neue Wohnungen. Und dieser ganze Beton, der dafür gebraucht wird, der verbraucht sehr viel Energie. Und die ganzen Wohnungen, die hier geschaffen werden, müssen auch beheizt werden. Und das große Dilemma unserer Zeit ist, überhaupt beim Klimaschutz, ist, dass genau dieser Wachstumseffekt zum ganz großen Teil die Effizienz im Gebäudebereich kompensiert hat. Die Effizienz ist zum einen ganzen Teil verpufft, weil es immer mehr wird, weil unsere Wohnzimmer und Stuben immer größer werden. Und das gilt leider nicht nur im Gebäudebereich, sondern in ganz vielen Lebens- und Konsumbereichen. Einer ist die Mobilität, nicht wie dieser Wagen hier, 2,5 Tonnen Material, um in der Regel nur einen Menschen zu transportieren. Ich habe da mein Fahrrad abgestellt damals, ist jetzt ein halbes Jahr erst her. Da musste ich dann, hat die gesagt, ob ich das beiseite stellen könnte, sie könnte den Wagen dort nicht parken. Mein Fahrrad stand nicht auf dem Parkplatz. Der Wagen ist so breit. Naja, und das habe ich mal in einer Stadt fotografiert, hat jemand draufgeklebt, eine Penisverlängerung wäre klimafreundlicher als dieses Angeberauto. Also, ich zeige diese Folie schon seit vielen Jahren. Und mir ist jetzt erst seit einiger Zeit aufgefallen, was hier geschieht. Das ist, ich nenne das jetzt mal Guerilla-Marketing. Ja, da hat jemand sich gedacht, ich will den mal aufmerksam machen auf ein problematisches Thema. Inzwischen, ich habe davon Aufkleber mittlerweile bekommen, wer mitmachen will beim Guerilla-Marketing, kann nachher nach vorne kommen, sich die Aufkleber abholen. Kühlschränke sind mittlerweile so groß wie mein Kleiderschrank zu Hause, können Sie aber mit reinem Gewissen kaufen, steht ja drauf, A++. Alles wird immer größer und komfortabler, auch unsere Fernseher. LED, total effizient, aber leider immer größer, mittlerweile so groß, dass die Leute den empfohlenen Sitzabstand zu Hause kaum noch einhalten können. Und da sagen ja manche, ja, deswegen müssen die Wohnungen immer größer werden. Wird es je genug sein? Ich glaube nicht. Sie haben jetzt vielleicht auch schon mal in den Nachrichten gelesen von Flugtaxis. Wenn wir es können, werden wir es tun. Und auch da wird es später heißen, wie beim E-Book wieder und all dem Vierlefanz, den wir jetzt haben, wird es heißen, ohne geht's nicht. Ohne geht's nicht. Ich erinnere mich noch, das ist schon ein paar Jahre her, Klimaanlage im Auto. Hat ja ein Bekannter von mir, ein Öko, ja, ohne geht's gar nicht, ja. Geht gar nicht, ja klar, weil man sich daran gewöhnt hat. Ich selber habe lange Jahre mit dem Gedanken gespielt, mir so eine schöne Siebträger-Espresso-Maschine zu kaufen. Meine Frau war dagegen, die ist eigentlich gegen jede Neuanschaffung, das ist mein bestes Korrektiv. Und ich selber hatte auch so ein bisschen also Bedenken, weil so eine Maschine, die braucht ja auch jedes Jahr nochmal 200 Kilowattstunden Strom, das hätte meine ganze Energiebilanz versaut.
Naja, also hin und her und irgendwann haben wir uns jetzt durchgerungen, oder vielmehr ich, es bei der Espresso-Kanne zu lassen. Und ich muss sagen, ich habe seitdem quasi jeden Tag ein Symbol vor mir, dass ich es wenigstens einer Stelle mal geschafft habe, etwas nicht zu kaufen. Ja, nicht mitzumachen bei der Expansion, nicht mitzumachen bei dem immer mehr Luxus, immer Komfort, sondern einfach zu sagen, ich lasse es jetzt bei dieser kleinen, niedlichen, mittlerweile ein etwas schickeres Modell Espresso-Kanne. Und ich kann Ihnen sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das fühlt sich ganz gut an. Wir sind Verdrängungskünstler. Sehr gut erkennbar bei Hundehaltern. Jeder, der einen Hund hat, wird sofort sagen, ja, der ist so süß, ja. Er hat auf jeden Fall eine Seele. Die gleichen Leute, also häufig hängt ja ein Foto von dem Vierbeiner mit den anderen Familienmitgliedern an der Wand. Die gleichen Leute gehen im Supermarkt und kaufen dort das billigste Fleisch ein und nehmen damit martialische Tierhaltung in Kauf. Das nenne ich gelebte Schizophrenie. Jetzt kann ich nur davon abraten, im Freundes- oder Bekanntenkreis ein Gespräch darüber anzufangen. Weil das macht nur schlechte Stimmung und verändert gar nichts. Ich will mit dem Beispiel aber deutlich machen, wenn es uns gelingt, sogar mit solchen Widersprüchen zu leben, solche eindeutigen Widersprüche, wie soll ich denn durch eine gute Kampagne oder durch eine gute Imagebroschüre die Leute dazu bewegen, diese Widersprüche aufzuleben? Wir können mit Widersprüchen perfekt leben und wir sind exzellente Verdrängungskünstler. Fragen Sie mal Raucher, die sagen doch auch nur, Helmut Schmidt ist auf 95 geworden. Wir können exzellent verdrängen. Was ist mit unseren Ökos? Schaffen die wenigstens das zu tun, was sie für richtig halten? Das ist eine Ökosiedlung in der Nähe von Hamburg. Und ich habe da einige Freunde, Bekannte. Und da gab es dann eine Baugruppe, so, sag mal, die halten sich für die Speerspitze der Umweltbewegung. Ja? Die eine hat in der Dorfpost geschrieben, ich habe neulich Milch-Tetrapacks gesehen. Ich musste heulen. Ja. Also die wollen alles richtig machen, haben auch vieles richtig gemacht, ein bisschen Solaranlagen, ein bisschen Effizienz und so. Aber der Gestaltung der Freifläche hat die Gruppe dann gesagt, also die Wäscheleine, das sieht hässlich aus, und haben die alle im Wäschetrockner angeschafft. Einen der größten Energieverbraucher im Haushalt zu der Zeit. Ja, auch unsere Ökos tun nicht das, was sie für richtig halten. Im Gegenteil. Wenn man die erstmal kennt, dann weiß man, die fliegen einmal im Jahr nach Mallorca oder nach Spanien. Und ganz viele von denen fliegen auch alle paar Jahre nach Neuseeland. Sie tun es, weil sie es können. Weil sie auch die finanziellen Mittel dazu haben. Und jetzt frage ich Sie, wenn selbst die Klimaschutz für eine außerordentlich wichtige Sache halten, wenn selbst die das nicht schaffen, wie sollen wir das von der breiten Öffentlichkeit erwarten, die sagen, die sowieso andere Sorgen hat? Oder die sagen, ist mir sowieso alles egal. Da können wir knicken. Jetzt habe ich Ihnen erstmal ein paar von diesen Wäscheklammern mitgebracht. Als Erinnerung an den Vortrag hier, da kann sich jetzt, ich gebe mal hier die Packung rum. Also hier, da muss ich jetzt mit gleich Unterstützung bekommen. Es wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Als Erinnerung daran, zumindest im Sommer die Wäsche auf die Leine zu hängen. Also, reich mal die Kartons weiter hier. Auf dem Karton steht noch eine Botschaft, die muss ich noch loswerden, da hat die Stiftung mich darum gebeten. 6% des Strombedarfs der privaten Haushalte, den verbrauchen wir alleine für Wäschetrockner. Da muss man sich mal klar machen. Nein, das ist in Amerika so. 6% des Stromverbrauchs, das sind amerikanische Verhältnisse. Aber wir sind jetzt in Deutschland ja auf dem besten Weg, amerikanische Verhältnisse zu kopieren. Wir hatten hier mal vor 20 Jahren, hatten 20% der Haushalte einen Wäschetrockner. Mittlerweile sind es 40%. Aber jetzt kommt's. Seit ungefähr 3-4 Jahren
nimmt die Zahl der Wäschetrockner nicht mehr so dramatisch zu. Also nur ein ganz bisschen. Aber ich verteile jetzt ja auch schon seit einigen Jahren die Wäscheklammern. Fragen Sie mal Ihren Nachbarn oder die Nachbarin, ob ihr der Klimaschutz egal ist. Sie wird mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, das zeigen Befragungen, wird sie sagen, Klimaschutz ist eine ganz wichtige Sache. Und dann steigt der Nachbar ins Auto, fährt zum nächsten Flughafen. Das ist ja die Realität. Warum? Kann man ganz einfach erklären, weil sich jeder alleine denkt, was bringt das schon, wenn ich jetzt alleine verzichte und alle anderen machen weiter wie bisher. Hat doch gar keinen Effekt. Und das ist gerade das Problem, dass wir rational betrachtet zu denken, ja, hat keinen Effekt, das ist verständlich. Aber insgesamt betrachtet führt es zu einem Ergebnis, das keiner will. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Verhältnisse schaffen und Rahmenbedingungen, dass wir quasi in einigen Bereichen das tun, was getan werden muss, ohne bewusst darüber nachzudenken. Und das geht, das geht. Routinen ändern sich sehr schwer, habe ich schon, glaube ich, deutlich gemacht. Kann man auch bei neurologischen Untersuchungen im MRT sehr gut beobachten. Zum Beispiel haben Sie zu Hause die Haustür abgeschlossen, wissen Sie gar nicht mehr, vermutlich. Viele Dinge machen wir unbewusst. Und deswegen können sich so Routinen so schwer ändern. Aber es geht doch. Und das beste Beispiel ist die Politik beim Thema Rauchen. Als ich noch, ja so mit 14 würde ich mal sagen, da war es noch was ganz Normales, wenn Eltern im Auto geraucht haben, hinten saßen die Kinder drin. Da hat sich keiner darüber aufgeregt. Heute gilt das fast als Körperverletzung, werden die Leute wild, ja? Das geht gar nicht. Das kam nicht von alleine, weil die Leute plötzlich vernünftiger geworden sind, sondern man hat Tabak immer teurer gemacht. Man hat empfindlich teurer gemacht. Man hat die Beschriftung auf den Packungen immer aggressiver gemacht. Jetzt stehen da diese Schockbilder drauf. Ich hätte nie gedacht, dass das mal möglich sein wird. Und dann hat man, ja, man hat bei der Werbung angesetzt. Wenn überall im Fernsehen Spots laufen und im Kino, wie cool Rauchen ist, wie soll ich die Menschen davon überzeugen, mit dem Rauchen aufzuhören? Und deswegen hat man diesen systemischen Treiber Werbung angefasst und sie immer weiter verboten. Und jetzt gibt es das hier nur noch im Außenbereich. Deutschland ist das einzige Land neben Rumänien in der Europäischen Union, das noch Werbung im Außenbereich für Tabak erlaubt. Das sollte uns zu denken geben. Sagt doch einiges über Lobbyismus und so weiter aus. Anderes Thema. Und in München in den Oktoberfestzelten darf nicht mehr geraucht werden. Ja? Und all diese Veränderungen der äußeren Rahmenbedingungen hat eine sozial-kulturelle Veränderung mit sich gebracht. Wir haben, die Selbstverständlichkeiten haben sich verändert über die letzten 20 Jahre durch die Veränderung der Verhältnisse. Und das Beispiel zeigt hervorragend, dass das Konzept der Ökoroutine, die Verhältnisse zu verändern, die Strukturen, auf jeden Fall hundertprozentig und verlässlich funktioniert. Das Schöne ist, dass beim Klimaschutz sich viele Sachen viel leichter umsetzen lassen oder verändern lassen als unsere Rauchgewohnheiten. Wir haben hier den Standard für Neubauten, und zwar wie viel Energie Sie pro Quadratmeter Wohnfläche verbrauchen dürfen. Und man sieht hier, in der Ölkrise haben wir angefangen 1978 mit einem ersten Standard, astronomisch hoch für heutige Verhältnisse, und man hat diesen Standard immer weiter verschärft. Und ab dem Jahr 2021 wird der Null-Energie-Standard in der gesamten Europäischen Union vorherrschen. Und da wird Null-Energie zum Standard werden. Und das geschieht, ohne dass Sie als Bauherr, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Haus bauen wollen, darüber nachdenken müssen. Das ist einfach die Vorgabe. Warum ist das so wichtig? Ich nehme mal ein Beispiel. Meine Kollegin vom Wuppertal-Institut aus der Abteilung für Klimaschutzpolitik baut für 400.000 Euro ein Haus. So, dann habe ich sie gefragt, und die war schon fast fertig, hast du eine solare Warmwasseranlage installiert? Sagt sie, nee, dafür fehlt am Ende das Geld. Ja? Die Kollegin aus der Klimaschutzabteilung. Auch sie tut nicht das, was sie für richtig hält. Was wäre, wenn meine Kollegin heute bauen würde? Dann hätte sie automatisch eine solare Warmwasseranlage auf dem Dach, weil es quasi notwendig ist, um diese Vorgabe zu erreichen. Und dann würde sie in der Nachbarschaft voller Stolz erzählen, guck mal, was ich hier habe, ganz cool, ja. Ganz modern. Ist ja keinem peinlich, die Leute sind stolz drauf, aber
Wir sind offenbar nicht in der Lage, über 20 Jahre Amortisationen zu berechnen. Und so verselbstständigt sich dieser Prozess. Und das geht in ganz vielen Bereichen, die Standardlogik, sage ich mal. Etwa im Bereich Landwirtschaft. Ich habe einen ganz einfachen Vorschlag. Wir erhöhen die Standards in der Landwirtschaft in der gesamten Europäischen Union über die nächsten 20 Jahre schrittweise auf den heutigen Bioland-Standard. Das heißt, nach 20 Jahren hätten wir Bio für alle. Das wäre das Ende der Zwei-Klassen-Gesellschaft am Mittagstisch, die wir gerade haben. Jetzt denken Sie, ja, das wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. Es ist tatsächlich so einfach. Wichtig ist nur, dass alle mitmachen. Dass also auch die Konkurrenten in Portugal, in Spanien, das wäre ja bei einer EU-weiten Einführung der Fall. Ich habe mittlerweile mit vielen konventionellen Landwirten darüber gesprochen, die sagen, ja, okay, also wenn der Konkurrent in den Nachbarländern, wenn die alle mitmachen müssen, habe ich damit kein Problem. Ja, ist ganz interessant. An manchen Stellen heißt es sogar einfach, nichts zu tun. Glyphosat zum Beispiel hat das auf den Punkt gebracht. Ja, wenn man dieses Gift, ja, wenn man die Zulassung nicht verlängert, dann verschwindet es automatisch vom Markt. Das können Sie mit allen Giften, Ackergift machen. Wenn Sie nichts tun, haben Sie automatisch nach 20 Jahren Ökolandbau realisiert. Ja. Also faszinierend einfache Logik. Das Gleiche machen Sie in der Tierhaltung. Immer wenn der Bauer einen neuen Stall baut, muss er die neuen Standards einhalten. Die Standards passen wir schrittweise an über die nächsten 20 Jahre. Da haben Sie in 20 Jahren 100% artgerechte Tierhaltung. Sie glauben nicht, dass das funktioniert? Legehühner haben mittlerweile doppelt so viel Auslauffläche wie im Jahr 2003. Und keiner oder die wenigsten haben es mitbekommen. Das Produkt an der Ladentheke hat sich verändert, ohne dass der Kunde sein Verhalten verändert oder bewusst darüber nachgedacht hat. Deswegen sagen manche, das ist ja total praktisch, da muss ich mich darum gar nicht mehr kümmern. Wenn das Produkt immer nachhaltiger wird, habe ich noch nicht mehr ständig diese Gewissensbisse, ob ich das Richtige kaufe oder nicht. Gebe ich mehr Geld aus oder nicht? Sehen wir bei Biofleisch. Alle Menschen wollen Biofleisch. Ja, 80% sind bereit, deutlich mehr Geld auszugeben für Biofleisch. Aber es machen nur 2%. Lass uns die Verhältnisse verändern. Und das ist ein Zitat von dem Chefeinkäufer von Aldi Süd. Und der hat im Stern gesagt, vor einem Dreivierteljahr, er würde sich wünschen, dass die Standards angehoben werden in der Tierhaltung. Am besten EU-weit. Ich dachte, der hätte meine Ökoroutine gelesen. Genau, das fordere ich ja. Und er sagt auch, ja, wenn Lidl und Netto und so weiter, wenn die beim Einkauf genau die gleichen Vorgaben haben, also die Produktpreise etwas steigen, ist ja gar nicht viel, dann habe ich damit kein Problem. Ich kann nur nicht alleine anfangen, jetzt nur Bioware zu verkaufen. Ja? Das wäre Selbstmord. Hier ist eine Befragung von Unternehmern. Von CEOs, also Vorständen, weltweit. Und eine Frage lautete, was muss geschehen für mehr Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen? Und 8 von 10 von diesen Managern sagen, dafür brauche ich radikalere Vorgaben der Politik. All die Top-Manager sagen, ich alleine kann es nicht machen, habe ich ja schon beschrieben, die Gründe. Aber wenn die Politik die Vorgaben macht, ist das für mich kein Problem. Das sagen sie anonym. Ja, in der Realität bezahlen sie natürlich Lobbyisten, die jede Reform versuchen zu verhindern. Nicht? Aber sie wissen genau um dieses Dilemma. Deswegen ist das wie eine Aufforderung an eine mutige Politik, genau solche Vorgaben zu machen, wie gerade in der Landwirtschaft beschrieben. Wir müssen auch die Werbeindustrie anpacken. Oder die Werbung. Man könnte zum Beispiel solche Gegenwerbung finanzieren. Langes Wochenende, kurz das Klima killen. Das ist natürlich eine Fake-Anzeige hier vom Greenpeace-Magazin über Lufthansa-Werbung. Hier ist eine andere Fake-Anzeige. There's a little M in everyone. Ja, mit so Gegenwerbung könnte man erstmal anfangen. Man könnte auch Werbung verbieten, wie zum Beispiel in Sao Paulo, so große Plakate sind dort einfach von einem Tag auf den anderen verboten worden. Hat das Stadtbild deutlich verändert. Und was man auch machen müsste, oder ich sag mal so, was mich wirklich ärgert, wenn ich im Bus steige oder in der Straßenbahn sitze, dann gucke ich durch so eine Scheibe. Das ist eine Demütigung für all diejenigen, die ihr Auto stehen lassen und ich sage, ich fahre heute mit der Bahn. Das wäre auch ein Ansatzpunkt hier in Magdeburg, wo man sagen kann, okay, die Werbung an den Scheiben, die soll ja mal verschwinden. Und damit sind wir schon mitten im Bereich Verkehr.
Auch im Verkehr habe ich Vorschläge für Standards, aber wir brauchen auch Limits, absolute Grenzen. Ich habe es gerade schon beschrieben, alles ist auf Expansion orientiert, alles wird immer größer, komfortabler und wir fliegen auch immer mehr. Und deswegen lautet mein ganz einfacher Vorschlag, wir legen einen Deckel drauf, wir limitieren, begrenzen das auf dem gegenwärtigen Niveau. Was ist sehr viel. Ja? Viele würden sagen, es muss weniger werden. Aber lass uns erstmal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ja, also das heißt, die Start und Landung, oder ich sag mal so, was müsste die Bundesregierung dafür tun, damit mein Vorschlag realisiert wird? Nichts. Auch hier wieder, wenn sie nichts tut, ist mein Vorschlag automatisch realisiert. Wenn in München keine weitere Startbahn gebaut wird und wenn die Flugsicherungsbehörde keine weiteren Slots vergibt, ist mein Vorschlag automatisch realisiert. Ist das nicht erschreckend einfach? Mich fasziniert das. Es ist ganz oft besser, etwas zu lassen, als es besser zu machen. Effiziente Flugzeuge, damit werden Sie die Klimaproblematik nie in den Griff bekommen. Trotzdem ist das, was ich hier sage, politische Utopie. Ich kenne niemanden, der sich hinstellt, um genau diese einfache Wahrheit auszusprechen. Aber ich kann Ihnen garantieren, wenn man sich selbst ernst nimmt beim Klimaschutz, ist das das Mindeste, was man fordern müsste. Und wir trauen uns noch viel zu wenig, solche banalen Wahrheiten auszusprechen. Das gilt auch für den Verkehrsbereich. Sie wissen ja, die Straßen sind verstopft. Und das liegt einfach daran, zum Beispiel, weil der Lkw-Verkehr in den letzten 15 Jahren um 30% zugenommen hat. Prognosen sagen, der Lkw-Verkehr wird in den nächsten 15 Jahren nochmal um 30% zunehmen. Und die Antwort des Bundesverkehrsministeriums lautet, wir brauchen natürlich noch mehr Straßen. Ganz logisch, ja. 5000 Kilometer Bundesstraßen sind noch geplant und noch ein paar tausend Kilometer Autobahnen sollen ausgebaut werden. Auch die werden wieder verstopft sein und werden zum Beispiel den Onlinehandel weiter beflügeln. Ja? Dann kann Amazon auch noch jedes frische Produkt über die Autobahn schicken. Das ist eine Einladung dazu, ist ja gar keine Frage. Nicht? Der Onlinehandel, das wissen die Magdeburger Einzelhändler, setzt sie hier unter Druck. Ja, und es wurde möglich, weil wir diese Straßeninfrastruktur geschaffen werden. Und kein Spediteur denkt darüber nach, Produkte mit der Bahn transportieren zu lassen, wenn wir gleichzeitig bei der Straße immer wieder signalisieren, wir öffnen die Schleusen, wir bauen was, wir bauen immer mehr für dich. Deswegen schlage ich vor, wir legen auch hier einen Deckel drauf, keine neuen Straßen, keine neuen Straßen mehr in Deutschland, und wir legen und begrenzen das. Und wenn die LKWs, oder wenn es weiterhin so schleppend dann auf der Autobahn vorangeht, dann werden Spediteure ihre Routinen verändern. Und auch wir werden unsere Routinen verändern. Wenn nicht gleichzeitig, dann bleiben ja viele Milliarden Euro über, die ich dann nicht mehr für den Straßenbau brauche, sondern nur für die Unterhaltung. Ist schon teuer genug, kommen wir kaum hinterher. Dann habe ich Geld für die Bahn. Und bei der Bahn spart der Staat. Ja, 50 Euro gibt Deutschland pro Kopf aus für die Bahn. In Österreich ist 4-mal so viel, in der Schweiz 7-mal so viel. In vielen Ländern wird viel mehr Geld investiert in die Bahn. Dafür haben wir den Peinlichkeitspreis verdient. Das könnte sich ändern, wenn wir die Finanzmittel verlagern. Das Konzept der Ökoroutine funktioniert. Wir haben hier einen Standard für Pkw, und zwar für die Flotte eines Herstellers, wie zum Beispiel VW. Und die Fahrzeuge dürfen im Schnitt maximal 130 Gramm CO2 emittieren. Da gibt es ein paar Tricksereien, wie Elektroautos und so weiter verrechnet werden. Aber wichtig ist, dieser Standard wird jetzt verringert auf 95 Gramm, also verschärft. Und er wird nochmal um 30% verringert, diese Vorgabe. Also alle Fahrzeuge müssen diesen Standard einhalten. Und hier steckt quasi auch schon wieder so ein Fahrplan drin, wie ich ihn gerade eben bei der Agrarwende schon beschrieben habe. Wir verschärfen diesen Standard immer weiter auf 60 Gramm, 30 Gramm, 0 Gramm von mir aus ab dem Jahr 2033, dass nur noch Null-Emissionsfahrzeuge verkauft werden können. Dann gehen Sie zum Autohändler, kaufen sich ein großes Auto, ein kleines Auto, ein Familienauto, ein Angeberauto. Aber jedes Fahrzeug, was man kauft, wird diesen Vorgaben entsprechen. Deswegen sagen manche, das ist ja wie eine Erlösung, ja, total praktisch. Sie erreichen damit zu 100% das Ziel. Das ist das Interessante. Jetzt können Sie sagen, ja, aber VW hat uns doch von vorne bis hinten betrogen. Stimmt.
Aber ohne diese Vorgabe, ohne diesen Standard gäbe es gar keinen Beschiss. Gäbe es gar keine Klagemöglichkeiten, hätte VW nicht 22 Milliarden Euro alleine in die USA überwiesen. Dafür ist denn Geld da gewesen. Oslo sagt, ab dem Jahr 2023 dürfen nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in die Innenstadt. Das machen mittlerweile Dutzende Städte in der Welt, die sagen, bei uns kommen nur noch ab dem Jahr Paris und so weiter, die sagen, ab dem Jahr X kommen nur emissionsfreie Fahrzeuge in die Stadt. Ich kenne auch keine Stadt in Deutschland, die das gesagt hat. Stellen wir uns mal vor, Magdeburg macht das, Berlin, Bielefeld, you name it. 20 Städte, die sagen, ab dem Jahr 2023 kommen nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in die Stadt. Ich kann Ihnen garantieren, dann brauchen wir keine Prämie mehr für Elektroautos, die verkaufen sich dann vor ganz alleine. Tempo 30. Ja, da denkt man, also es ist ja echt ohne Quatsch. Ich sitze beim Abendessen, wir haben Gäste da, gemütlicher Abend. Und ich sage, alle irgendwie so ein bisschen Öko, sage ich mal. Wer ist denn nicht Öko heutzutage? Ne? Wir wollen ja alle irgendwie, Klimaschutz finden alle wichtig. Sagt er, also Tempo 30 ist nur eine Schikane der Bürger. Da war ich echt platt, weil er war wirklich völlig falsch informiert. Tempo 30 bedeutet, wenn man es als Regelgeschwindigkeit macht, zum Beispiel in Magdeburg, aber in der Straßenverkehrsordnung drinsteht, dass innerorts die Regelgeschwindigkeit Tempo 30 ist, dann könnte die Stadt erstmals selber entscheiden, wo Tempo 50 gefahren wird. Ja? Aber wo Tempo 30 gefahren wird, wäre die Grundeinstellung und dann könnte sie entscheiden, wo schneller gefahren wird. Weil jetzt, wenn Sie sagen wir mal, in der Straße X Tempo 30 machen wollen, dann wird die obere Verkehrsbehörde sagen, darfst du nicht. Es sei denn, da ist eine Schule, Wohngebiet oder ähnliches. Das wäre wahrlich frei für die Kommunen. Und warum ist das so wichtig? In meiner Heimatstadt Osnabrück hat eine Lärmminderungsstudie errechnet, dass durch Tempo 30 der empfundene Lärm in der Stadt halbiert würde. Halbiert, nahezu halbiert. Durch diese Maßnahme, die quasi nichts kostet. Ja? Stattdessen reden wir über Flüsterasphalt und Lärmschutzwände, was alles viel Geld kostet, um ja diese schlimme Sache zu vermeiden. Tempo 30 bedeutet auch halbierter Bremsweg. Die Masse, die auftrifft, ist bei Tempo 50 viermal größer als bei Tempo 30. Das heißt, Sie haben viel weniger schlimme Unfälle. Sie haben weniger Unfälle und weniger schlimme Unfälle, wesentlich weniger Verletzungen. Und wir wissen aus anderen Städten, durch Tempo 30 fahren viel mehr Menschen mit dem Fahrrad, weil sie sich sicherer fühlen. Und in vielen Städten führt das auch zu Schadstoffreduktionen. Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Aber es ist durch und durch eine wirklich sinnvolle Maßnahme zur Veränderung der Strukturen und der Verhältnisse. Worüber man auch nachdenken müsste, genauso wie Kopenhagen und Zürich, die Zahl der Parkplätze in der Stadt zu reduzieren. Ich würde vorschlagen, in Magdeburg alle Freiluftparkplätze schrittweise abzubauen und in Grünflächen oder Aufenthaltsflächen umzuwandeln. Sie haben ja noch genügend Parkhäuser hier. Aber in der Innenstadt alle Freiluftparkplätze nach und nach abbauen, das muss man langsam machen, damit die Leute sich daran gewöhnen können. Und ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber man sieht bei diesen Projekten, zum Beispiel in Salzburg, da macht man das über ein Wochenende, damit die Menschen sich mal vorstellen können, wie es wieder sein könnte. Diese Umgestaltung, das ist auch gleich, das ein und dasselbe Bild, ein und derselbe Parkplatz, nicht? So könnte es sein. So können sich Menschen das wieder vorstellen, wenn man wieder Grün und Lebensqualität in die Stadt zurückholt. Und ich habe selber dafür geworben im Stadtrat Osnabrück, dass man jetzt auch bei uns anfängt, Parkplätze abbauen. Und ja, irgendwo muss man jetzt ja mal anfangen. Ne? Und dann haben wir diese beiden Parkplätze ausgekundschaftet und gesagt, so, dann gab es einen Entwurf, so soll das aussehen. Nicht der, der Weinhändler, der da in dem Laden ist, ne, da habe ich erst gedacht, der ist bestimmt dagegen. Wir haben alle gedacht, auch der von der FDP hat gedacht, ja, wir brauchen ja die Parkplätze für die Händler da. Ich habe da mittlerweile mit 5, 6 Händlern gesprochen. Die haben alle gesagt, also vor meinem Laden, da parkt ganz selten ein Kunde. Ja? Also irgendwelche Anwälte oder sonst wer, die den ganzen Tag den Wagen da hinstellen. Ich wäre froh, wenn der Parkplatz für was anderes zur Verfügung stünde. Auch allein schon, weil man mein Geschäft dann viel besser sehen kann und es viel besser wahrgenommen wird. Also die waren alle dafür, wir haben es beschlossen. Ja. Und angefangen haben wir damit mit der Maßnahme beim sogenannten Parking Day. Da haben wir dann über 50 Meter Parkplätze
an dem Tag umgewidmet in verschiedene Nutzungen. Da wurde gespielt, Schach gespielt, Musik gemacht. Und in Magdeburg gibt es mit Sicherheit auch einen Parking Day oder gibt es einen Parking Day? Ne? Auch das, wenn man sich fragt, so, was kann ich selber tun? Das kann man tun. Besetzen Sie am Parking Day einen Parkplatz, gehen Sie hin, legen Sie einen grünen Teppich auf, legen Sie ein Sofa hin oder einen Tischkicker oder so und zeigen Sie, wie es sein könnte. Und das sind kleine Dinge, die doch etwas bewegen können. Und wie gesagt, zwei Parkplätze jetzt 50 Meter weiter sind jetzt dauerhaft entwidmet. Da darf man nicht mehr parken. Und da soll dann, wie gesagt, dieser Entwurf noch realisiert werden. Das ist Seoul. Diese Straße erstreckt sich über 4 Kilometer. Und 170.000 Pkw. Ich glaube, es gibt keine Autobahn, die so viel Pkw hat wie diese dort. Und die Straße sieht heute so aus. Und natürlich haben alle gesagt, das geht nicht. Der Bürgermeister, der hat sich benommen wie jemand, wenn alle sagen, das geht nicht, und dann kommt einer, der wusste das nicht, der hat es einfach gemacht. Er hat es einfach gemacht. Irgendwie hat er die Leute dazu bewogen, es zu machen. Und sie glauben ja nicht ernsthaft, dass irgendwer sich jetzt, der da wohnt, beklagt über die neuen Verhältnisse. Niemand beklagt sich im Nachhinein darüber, wenn die Stadt wieder menschengerecht wird. Wir haben gegen viele Klagen die Städte autogerechter gemacht. Viele Straßen haben die Menschen gegen protestiert, hat man weggebügelt. Jetzt muss man dafür kämpfen, dass die Städte wieder menschengerechter werden. Ist nicht ganz einfach, ich weiß das. Ne? Wenn Sie nur 2 Parkplätze abbauen wollen bei sich in der Siedlung, nicht, da beißen die Leute vor Wut ins Tischbein. Das ist die Realität, aber es lohnt sich. Weil wenn ich bis ins Geschäft, wenn ich bis zu meinem Laden, zu meinem Lieblingsladen in die Stadt vorfahren kann mit dem eigenen Wagen, dann ändere ich doch nicht meine Routine. Das ist Hermann, Kollege von mir aus Wuppertal-Institut. Der sagt, er fährt gerne schnell Auto. Ich habe es selber erlebt. Ja? Fährt gerne schnell. Ist ein Grüner. Trotzdem sagt er, ich bin fürs Tempolimit. Weil er weiß genau, dass das ein Fehler ist. Ja? Aber er braucht quasi die Vorgabe, damit er sich dran hält. Und das bringt unseren inneren Widerspruch mal auch wieder ganz gut auf den Punkt. Mein Onkel, der ist jeden Tag mit dem Auto in die Innenstadt gefahren. Und da hat er gearbeitet. Ne? Jeden Tag. Und wenn ich dem gesagt habe, ja, steig doch an den Bus um, dann hatte der 1000 Gründe, weshalb das nicht geht. Ja, und dann hat die Stadt an einer Stelle über einen Kilometer eine Busspur eingeführt, so wie hier jetzt in Berlin, am Kudamm. Und dann staute sich der Pkw-Bereich so ein bisschen und er stand da mit seinem Wagen und der Bus, der rauschte an ihm vorbei. 3 Wochen hat er sich das angeguckt, der ist ja umgestiegen. Weil die Strukturen sich verändert haben, hat er seine Routinen verändert. Das ist, und sag mal, und als er dann im Bus saß, ja, und an den Autos vorbeigefahren ist, dann hat er gedacht, wie geil ist das denn? Ja? Man muss das Gefühl haben, dass es cleverer ist, dass es besserer ist, nicht, und eine Busspur einzuführen und eine Pkw-Spur abzubauen. Da haben sie viel Widerstand. Ja? Aber es lohnt sich. Sie kriegen nicht weniger Autos in der Stadt und sie können nichts für den Klimaschutz tun, wenn sie nicht die Strukturen, die Verhältnisse wieder verändern. Auch so ein, da kommen Radschnellwege. Ja. Solche Strukturen zu schaffen, ist ganz wichtig, damit mehr Leute mit dem Fahrrad fahren, weil sie denken, nicht, also hier bin ich gewollt. Und wenn sie solche Radschnellwege wollen, das bedeutet in ganz vielen Städten, die brauchen mehr Platz. Das heißt, man muss den Verkehrsraum neu aufteilen. Wir haben jetzt 80% für ruhenden und fahrenden Pkw-Verkehr. Ja, und wenn sie davon 10-20% für Radwege und Fußgänger aber abknapsen wollen, das ist nicht konfliktfrei. Ne? Sag ich mal ganz vorsichtig. Und jetzt gibt es ja im Winter, also ich sag mal, alle Kommunalpolitiker sind dafür, den Radverkehr zu fördern. Ja? Im Winter sieht man immer, wie ernst das gemeint ist. Meistens sind die Radwege sogar vollgeräumt mit dem Schnee und spätestens dann weiß doch jeder Autofahrer, im Winter brauche ich meinen Wagen trotzdem noch. Ja? Also nur mit Fahrrad geht nicht. Und in Kopenhagen werden zuerst die Radwege geräumt und dann die Straße. Und das ist eine ganz wichtige, auch symbolische Geste der Wertschätzung. Die Radfahrer wissen, okay, ich kann das ganze Jahr hier mit dem Rad fahren, ich werde unterstützt. Und es ist eine Willkommenskultur für Fahrradfahrer.
Und das ist auch einmal nicht Verhältnisse verändern, nicht das Verhalten. Ich kann Flyer verteilen für Leute, fahren mehr Fahrrad hier, aber solche Sachen, die verändern das Verhalten, das garantiere ich. Das kann man in Kopenhagen beobachten. Überhaupt wird das Fahrrad als Verkehrsmittel ja völlig unterschätzt. Denk mal, ist jetzt übertrieben, aber es gibt noch einige andere Beispiele. Aber jetzt mal ganz realistisch, immer mehr gibt es tatsächlich solche Transportfahrräder, kann man in den Städten häufiger sehen, jetzt hier vom ADFC habe ich heute hier eingesehen in Magdeburg, habe hier ein bisschen Sightseeing gemacht, mit so einem Bullet, so ein Transportfahrrad, so relativ flott, bog der um die Ecke und ich selber transportiere schon seit vielen Jahren mit dem Kinderanhänger unsere Sachen, seit kurzem habe ich so ein neues Modell, da sieht ein bisschen fancy aus, sage ich mal. Und neulich habe ich da unseren Christbaum mit abtransportiert, da ist vieles möglich. Und im Sommer haben wir am Bahnhof unsere neue Gastschülerin, die für ein Jahr ist, abgeholt. Nassel, und dann dachte ich, na, den Spaß mache ich mir, ich bringe, damit sie gleich weiß, in was für ein Haushalt sie geraten ist. Aber die Koffer jetzt auf dem Anhänger, das Klapprad nicht, damit musste sie nach Hause fahren. Und Nassel hat sich mittlerweile daran gewöhnt, glaube ich, dass wir höchst selten im Auto fahren, mit dem Carsharing zum Beispiel. Das Motto lautet, beim Fahrradfahren burn fat, not oil. Das ist der entscheidende Punkt. Ich tue das für mich selbst, ich sehe das sportlich. Ich mache das nicht für den Klimaschutz oder was. Johanna, meine ältere Tochter, die hat sich mal beklagt oder hat mal gefragt, als sie so 7 Jahre alt war, wieso muss ich eigentlich immer mit dem Fahrrad fahren und die anderen werden mit dem Auto zur Schule gebracht? Das ist ja ungerecht. Hatten wir Gerechtigkeitsdiskussion am Küchentisch. Was sage ich jetzt, ne? Dann meinte ich, habe ich nicht gesagt, das ist für die zukünftigen Generationen und die Kinder in Afrika. Das wäre für eine 7-Jährige etwas zu abstrakt gewesen. Ich habe ja gesagt, du sitzt den ganzen Tag in der Schule. Dann machst du Hausaufgaben. Dann willst du Fernsehen gucken, den ganzen Tag sitzen. Was du brauchst, ist Bewegung. Bewegung ist kein Opfer, damit tust du dir selbst einen Gefallen. Und das ist der entscheidende Punkt, nicht, dass man die Haltung dazu hat. Das gilt für ganz viele Sachen beim Klimaschutz. Und deswegen habe ich für Sie jetzt hier diese Aufkleber mitgebracht, auf Deutsch sogar mittlerweile. Das Auto, das kostet viel Geld und macht ein Fett, während das Fahrrad das Fett verbrennt und viel Geld spart. Da darf sich jetzt jeder von den Aufkleber, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, da darf sich jetzt jeder ein paar nehmen, dann kommen da hinten keine mehr an, das weiß ich aus Erfahrung. Deswegen sage ich, nimmt sich jetzt ihr ja erstmal 2 und dann sehen wir mal weiter. Und dann kann man sich hier noch vorne abholen, was übrig bleibt. So, das war mein letztes Goodie für heute Abend. Hier eine Anzeige aus Zürich. Man lernt ja schon früh, dass man in der Stadt mit dem Auto nicht vorwärts kommt. Das ist auch Werbung, aber gute Werbung, ja, für die richtige Sache. Zürich macht ganz engagiert, engagiert sich sehr stark für den öffentlichen Nahverkehr und für Fahrradfahrer und Fußgänger. Ja, man kann es auch mit Humor nehmen. Und es gibt ja immer so diesen Spruch, man soll mit gutem Beispiel vorangehen. Ich mache vieles richtig, versuche ich auch. Aber ich finde das immer so ein bisschen langweilig, ja, mit gutem Beispiel vorangehen, was bringt das schon? Machen wir irgendwie auch schon seit 30 Jahren. Aber seit der Papst bei den Vereinten Nationen mit seinem Fiat Punto vorfährt, seitdem hat der Spruch, mit gutem Beispiel vorangehen, für mich eine neue Bedeutung gewonnen. Wenn der Papst es kann, dann kann es wirklich jeder. Dann kann es auch der Oberbürgermeister von Magdeburg, dann kann es auch jeder Bundestagsabgeordnete, dann könnten die zumindest auf ein Elektrofahrzeug umsteigen oder ähnliches mehr. Hier ist mal ein Mann, der tut, was er sagt.
Und das ist leider außerordentlich selten. Und deswegen bin ich ein richtiger Papst-Fan geworden. Ja? Der sitzt ja auch in der U-Bahn und solche Sachen. Kommen wir zum Bereich Wohnen. Weil hier verändern ja hier die Verhältnisse. Ich habe schon ein Beispiel gebracht, die Standards für den Energiebereich. Die Energieeinsparverordnung sieht zum Beispiel auch vor, dass die oberste Geschossdecke gedämmt werden muss in Mehrfamilienhäusern. Häufig geschieht das nicht, es kümmert sich keiner drum. Hier fordere ich das Bauamt auf in Magdeburg zu sagen, ja, lass uns doch mal fragen, lass doch mal die Eigentümer fragen, ob sie das gemacht haben, ob sie die Vorschriften umgesetzt haben. Bei manchen reicht das schon, dass man sie sagt, das ist eigentlich Vorschrift, weil die Leute, also viele wollen ja alles korrekt machen. Da muss man dann die Sachen, die Standards, die es gibt, noch einfordern. Eine andere Sache, die ich schon seit ein paar Jahren propagiere, und jetzt habe ich dazu auch wahrscheinlich ein ganz großes Förderprojekt, dass wir die Menschen dazu animieren, sich zu verkleinern, wenn es geboten ist. Das betrifft euch jetzt also, ich habe ja gesagt, die Wohnflächen nehmen immer weiter zu, das liegt vor allen Dingen daran, also immer mehr Single-Haushalte. Und der andere Grundtrend ist, dass Paare, deren Kinder ausgezogen sind, ja, in völlig überdimensionierten Häusern leben. Nicht zu zweit auf 140 Quadratmeter ist heute nichts Ungewöhnliches. Oder 180. Ja. Und da stellt sich also die Frage, wie kriege ich die Alten aus den Häusern raus? Leider stellt sich mir auch bald die Frage, schon in 2 Jahren sind meine Kinder, also die eine ist schon raus, die andere ist bald ausgezogen. Und ich sage, naja, gut, kann man mal drüber reden. Aber bisher gibt es keine Diskussion darüber in den Städten. Und es fragt auch keiner. Es kommt keiner und sagt, Herr Kuppertz, wir haben hier ein interessantes Angebot für Sie. Vielleicht zum Beispiel eine Prämie oder eine interessante Immobilie, die in einem Quartier ist, ja, wo ich zum Beispiel mit Gästezimmern und Gemeinschaftsnutzung rein könnte. Das muss man mal, finde ich, diese Diskussion führen, weil ich kenne nämlich auch schon einige, die sich verkleinert haben. Zum Beispiel welche, die gesagt haben, nee, wir ziehen jetzt da raus, da können unsere Kinder mit ihren Kindern einziehen, ja, also eine Familie rein, statt auf dem Hintergrundstück neu zu bauen. Andere sagen, wir wohnen im Reihenhaus, bis ja zum Treppendackel. Wir wollten jetzt über 65, wir wollten ebenerdig wohnen. Andere sagt, also zum Beispiel Ältere in Mietwohnungen haben häufig das Problem, hohe Mietkosten, hohe Energiekosten, ja, und das kann eine Belastung werden. Hier lautet die Empfehlung, hol dir ein paar junge Studenten rein, hast du schön gesellig, kannst du die Miet- und Heizkosten teilen, und die bringen noch was vom Einkauf mit. Ökoroutine im Strom, was bedeutet das? Hier ist Öko bereits in weiten Teilen schon Routine. Dieser Penny, der hat ja keine PV-Anlage aus Altruismus. Altruismus ist kein Geschäftsmodell, habe ich, glaube ich, deutlich gemacht. Er hat das, weil das Bauamt gesagt hat, wenn du hier bauen willst, musst du das machen. Abgesehen davon hat er für die Kühlanlagen und so weiter so viel Eigenstrom verbraucht, dass das für ihn jetzt schon wirtschaftlich ist. Alle Geräte, die Sie kaufen können, bei Saturn oder einem Elektrohändler, haben jetzt immer mal diesen Beamer hier. Der hat maximal einen Verlust im Standby, also wenn man den mit der Fernbedienung ausschaltet, dann ist er ja noch an. Er ist im Standby und verbraucht Strom. Und diese Geräte haben vor 10, 15 Jahren noch 30, 60 Watt verbraucht, wenn die scheinbar aus waren. Fernseher, HiFi-Anlagen, massenhaft. Und die Hersteller haben daran nichts geändert. Und wir haben die Leute versucht, nicht achtet auf Steckdosenleisten und so weiter, hat auch kaum jemand gemacht. Ja, und dann hat die Europäische Union gesagt, dass alle Hersteller einen neuen Standard einhalten müssen, nämlich dass im Leerlauf maximal ein Watt verbraucht werden darf, mittlerweile nur ein halbes Watt, das ist fast nichts. Ja? Und das gilt für alle Geräte, die Sie kaufen. Hier wieder ein Beispiel. Das Produkt in der Ladentheke hat sich verändert und die meisten Kunden haben es gar nicht mitbekommen. Ja, das ist die faszinierende Logik, die hinter dem Konzept der Ökoroutine steckt. Staubsauger. Hier haben wir ein Gerät mit 700 Watt, war vor ein paar Jahren unverkäuflich, weil der Kunde gedacht hat, viel Watt, ne, 2.000, 3.000 Watt, das hilft auch viel. Die Hersteller wussten seit Jahren, dass das nicht mehr stimmt. Aber wie gesagt, war unverkäuflich. Ja? Hättest du gar nicht probieren brauchen. Jetzt hat die Europäische Union gesagt, wir machen einen Standard, maximal 700 Watt, ich glaube 700 Watt sind es gerade, oder 800, ist die Vorgabe für alle Staubsauger in der Europäischen Union. Das heißt, sie haben auch dieses Wettbewerbsdilemma ausgehebelt. Und alle Geräte, die in die Europäische Union eingeführt werden müssen, müssen ja mal auch unseren Standard einhalten. Deswegen ist zum Beispiel auch der Standby-Vorgabe mit einem halben Watt internationaler Standard geworden.
Nee, weil Samsung verkauft ja nicht ein Gerät mit 30 Watt Verlust und mal extra an die Amerikaner. Ich meine, zuzutrauen, wer ist denn Amis, dass sie darauf bestehen? Aber anderes Thema. Das überspringe ich mal. So. Viele sagen ja, nach so einem Vortrag, der Kopatz, der will ja die Ökodiktatur. Lauter Regeln, Standards, Gesetze. Ich habe mir viel Gedanken gemacht über Liberalismus und Freiheit. Und es ist gar keine, also in Artikel 2 steht ja, ne, ich bin so lange frei, wie ich jetzt Ihre Freiheitsrechte nicht einschränke. Ich darf Ihnen zum Beispiel nicht eins auf die Nase hauen. Ist verboten. Ne? Eine Einschränkung seiner Freiheitsrechte. So, jetzt könnte man sich fragen, es geht ja, oder sag mal so, es geht offenbar nicht nur um die Freiheitsrechte meines Nachbarn, sondern von den Menschen überhaupt in der Gesellschaft. Und man kann auch wohl auch sagen, was ist mit den Freiheitsrechten der zukünftigen Generation? Und wenn man das bedenkt, dann könnte man sagen, okay, gegenüber den zukünftigen Generationen verhalten wir uns vielleicht nicht so ganz verantwortungsbewusst. Möglicherweise schränken wir deren Freiheitsrechte massiv ein. Zum Beispiel die Freiheitsrechte der Menschen, die in Bangladesch leben. Wenn der Meeresspiegel um einen halben Meter angestiegen ist, werden dort 50 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Man könnte sagen, deren Freiheitsrechte schränken wir ein. Und so gesehen, ja, ist Liberalismus, und ich sag mal, das zu betrachten, ist wahrer Liberalismus, dann könnte die FDP ja mal drüber nachdenken. Man könnte auch mal sagen, oder ich sag mal, die Anschnallpflicht ist ganz klar ein Eingriff in meine Freiheitsrechte. Ich muss einen Bußgeld zahlen, weil ich das nicht mache. Trotzdem hat mein Vater Anschnallen erste Routine gemacht, als es das Bußgeld gab. Ja. Das ist ja dem sehr vielen so gegangen. Und wenn Sie die Straßenverkehrsordnung sehen, ja, lauter Drangsalierung. Ja, aber das ganze System funktioniert nur, weil man zum Beispiel bei Rot vor der Ampel stehen bleibt. Sie kaufen im Supermarkt ein Toastbrot. Sie erwarten ein sicheres Produkt. Erstmal ist da drauf nicht, wie viel Fett und so weiter, Kohlenhydrate, haarklein, lauter Vorgaben und Standards. Aber Sie erwarten auch, dass da bestimmte Stoffe nicht drin sind, die eventuell gesundheitsschädlich sind. Dafür sorgen ganz viele Normen in der Industrie. Und wenn man das alles mal in Anschlag bringt und sagen wir mal auch noch das, was in der Brandschutzverordnung, Hygienevorschriften, wo viel Unsinn ist, nach meiner Einschätzung auch, wenn man das mal alles betrachtet, sind meine Vorschläge der Ökoroutine mit den Standards und Limits, die teilweise wirklich extrem einfach sind, sind ja, eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Man könnte auch sagen, was ist mit den Freiheitsrechten der Menschen, die an einer stark befahrenen Straße wohnen oder einem Flughafen? Ich kann Ihnen sagen, in meiner Heimatstadt, im Stadtrat, da sitzt keiner, der an einer stark befahrenen Straße wohnt und zu denen sagt, Tempo 30 ist eine Schnapsidee. Ja, weil die Leute, die das erlebt haben, war Tempo 30 für ein halbes Jahr, ne, die wissen ganz genau, was das bedeutet, nämlich einen Gewinn an Lebensqualität. Ja, sagte neulich am Freitagabend jemand zu mir, ja, sie wollen die Leute ja umerziehen, da bin ich gegen. Ich sage, wir haben die Leute erzogen zum Automobilismus über die letzten 30, 40 Jahre. Eine Umerziehungsstrategie war die sogenannte Stellplatzsatzung. Jeder musste schon seit der Reichsgaragenverordnung einen Parkplatz am eigenen Haus bereithalten, ob man ein Auto hat oder nicht. Das gilt heute übrigens noch genauso. In den meisten Städten muss ich einen Parkplatz bereitstellen, ob ich ein Auto habe oder nicht. Und wenn wir mal den ganzen Straßenbau und so weiter betrachten, dann geschah das oft gegen den erklärten Willen der Bürger. Das war Zwang und autokratisch. Ja? Und auch im Vergleich dazu sind meine Veränderungen, die ich mit der Ökoroutine anstrebe, relativ zart. Ja. Achso, übrigens, bevor ich das vergesse, hätte ich fast die Werbepause vergessen, ich habe einige Bücher mitgebracht von der Ökoroutine, die liegen gleich draußen und die gebe ich ab gegen eine Spende. Gegen eine Spende. Und zwar liegt der Selbstkostenpreis bei 15 Euro, der Ladenpreis bei 25 Euro. Sie können ja sehen, was Sie bezahlen wollen denn dafür. So, jetzt kann man fragen, wer hat die Macht? Ne, hat der Verbraucher die Macht? Das war wieder so ein Titel in der Zeitung, der Verbraucher hat die Macht. Ja. Und das ist ganz oft bei solchen Veranstaltungen, ich bin gleich fertig, das Fazit.
Das war eine große Veranstaltung und dann heißt das Fazit, der Journalist, der Kunde hat die Macht. Und genau das ist der Fehler. Weil die Leute wollen seit 30 Jahren den Klimaschutz, aber sie kaufen trotzdem das Billigwürstchen, die kaufen trotzdem den riesen Kühlschrank. Der Kunde hat theoretisch die Macht, es stimmt. Wenn alle in Magdeburg nur Bio einkaufen, dann würde sich das Angebot und also die Produktion auch dementsprechend anpassen. Aber es funktioniert leider nicht aus den beschriebenen Gründen, die ich gerade beschrieben habe. Deswegen ist das gerade der Irrtum oder die falsche Botschaft. Und die Hauptbotschaft ist hier, dass wir als Bürger, wir sind mehr als Verbraucher. Ja? Der Politiker, die Politik hat die Macht, aber auch wir als Bürgerinnen und Bürger. Und wir müssen halt auch genau diese Veränderungen, die ich beschrieben habe, müssen, irgendwer muss sie einfordern. Von alleine kommen die in der Regel nicht. Die Stand-by-Verordnung kam in der Tat ohne bürgerliche Proteste, aber vieles kommt nicht von alleine. Ein Beispiel ist die Energiewende. Hier ist Emilia, meine junge Tochter, von einer Windkraftanlage, die zu der Zeit ungefähr 16 Jahre alt war. Und nur 50 Meter daneben stand diese Windkraftanlage. Man kann an diesem Beispiel sehr gut erkennen, was für ein gewaltiger Entwicklungssprung hier stattgefunden hat innerhalb von 15 Jahren. Und das ist nicht passiert, weil Menschen altruistisch gehandelt haben, sondern weil es sich rentiert hat, in erneuerbare Energien zu investieren. Und weil viele diese Anlagen gekauft haben, haben die Ingenieure diese Technologie weiterentwickelt und Windkraft nicht, hat immer mehr Erträge erwirtschaften können. Und dass das so kommen konnte, dafür gibt es das Aachener, das hat seinen Anfang genommen, diese Energiewende beim sogenannten Aachener Modell. Das wissen viele nicht. Das war in den 80er Jahren noch. Da hat die Stadt Aachen oder ein kleiner Solarverein in Aachen, der hat dieses Konzept entwickelt, dass die Stadtwerke denjenigen, die eine Solaranlage installieren, eine feste Vergütung pro Kilowattstunde geben. Das war damals astronomisch hoch, aber jeder, der in Aachen damals eine Solaranlage gebaut hat, der wusste nach 20 Jahren, also ich habe da diese und diese Rendite, haben die Aachener wie wild investiert. Die Stadtwerke waren damals dagegen, haben dagegen geklagt und so weiter. Jetzt wollen die davon nichts mehr wissen. Die sind jetzt stolz wie Bolle, dass sie die erste Stadt sind, die das ausprobiert haben, wo das EEG quasi vor Ort ausprobiert wurde. Und das ist das Faszinierende daran. Hier haben Menschen etwas ausprobiert in ihrer Stadt, und gezeigt, dass es geht. Und da merkt man schon, nicht, das ist wichtig, dass man etwas ausprobiert und zeigt, dass es geht. Das führt nicht immer zu einem Riesenerfolg, aber ich sehe denn in ganz vielen Städten, dass sich Menschen engagieren, dass sie sich einmischen. Und das macht dann doch, bringt einiges auf den Weg. Und wenn man nochmal ganz ehrlich ist, die Energiewende hat sogar ihren Anfang genommen, im Widerstand der Anti-AKW-Bewegung, da ging das im Grunde los, weil Menschen auf die Straße gegangen sind. Wir brauchen Widerstand auch zum Beispiel gegen die Agrarindustrie. Da war im Januar eine Demonstration in Berlin. Wir haben es satt, ich war dabei. Musste ich ja, nachdem ich ein Jahr lang allen angekündigt habe, dass man da hingehen muss. Ja? Und mit mir waren 33.000 andere, die gesagt haben, wir haben es satt, wir wollen die Zustände in der Agrarindustrie nicht mehr so hinnehmen. Und der Redner sagte da, Glyphosat, vor 3 Jahren kannte niemand überhaupt diesen Stoff. Mittlerweile ist es ein öffentliches Thema geworden und Frankreich hat Glyphosat ja verboten und wir sind kurz davor. Ja, lassen wir den Skandal mal außen vor. Ja. Aber wir sind kurz davor. Und das liegt daran, weil Menschen auf die Straße gegangen sind, weil Menschen sich engagiert haben, weil sie protestiert haben. Ich gebe zu, mir ging es auch viele Jahre lang so, ach komm, einer mehr oder weniger ist auch egal. Nein, es ist nicht egal, was man tut. Es ist nicht egal, ob man sich engagiert. Und man braucht ja nicht viel machen. Ich sag's mal so, Freiheit und Demokratie ist kein Geschenk. Das kommt nicht von alleine. Dafür muss man etwas tun. Das geht über die Wahl alle 4 Jahre weit hinaus. Wir brauchen auch Widerstand zum Beispiel gegen Kohle. Da gibt es auch immer wieder jetzt so Protestaktionen gegen Braunkohletageabbau. Und ja, wir brauchen auch Widerstand gegen die Werbeindustrie, Widerstand gegen die Finanzindustrie, mehr Regeln wieder, ich sage mal die Regeln von 1970, Widerstand gegen die Dummheit und Widerstand dagegen zu sagen, ach, es ist doch egal, es kommt doch auf mich nicht an.
Nichts ist egal, nur auf Sie kommt es an. Vielen Dank fürs Zuhören. Zum weiteren Verlauf des Abends. Nach diesem ausgesprochen mitreißenden und weitblickenden Vortrag, dessen große Stärke, glaube ich, auch war, dass er uns gezeigt hat, es geht, es gibt Beispiele, das ist machbar, Herr Nachbar. Wollen wir jetzt mal ein bisschen gucken, wie können wir uns das aneignen? Aneignen bedeutet, da sind ja so ein paar Sachen drin gewesen, die nicht selbstverständlich sind. Für diejenigen von uns, die schon mal mit dem Gesundheitswesen zu tun hatten, das Grundprinzip ist hier ein ähnliches, es geht um Verhältnisprävention. Wir wollen Verhältnisse, mit denen wir Menschen dazu bringen, sich gesund zu verhalten, sich klug zu verhalten, sich nachhaltig zu verhalten. Die Prinzipien und Methoden kennen wir und wie gesagt, ich glaube, das große Verdienst und was uns auch stark macht heute Abend ist, zu sehen, das geht. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt man dahin? Ich würde jetzt gerne erst mal Sie fragen, wie sozusagen Ihr Aneignungsstand ist. Also ich würde mal gerne diejenigen von Ihnen, die jetzt sofort in die Diskussion einsteigen könnten, weil Sie sagen, eigentlich habe ich im Grunde eine Frage auf der Zunge oder einen Beitrag auf der Zunge, die würde ich mal gerne um Handzeichen bitten. Gut, das ist nicht spektakulär viel, dann machen wir jetzt Folgendes. Nee, es ist oft so. Auch gerade wenn ein guter Vortrag war, dann braucht man erstmal eine Weile, um zu gucken, hey, wo sind wir hier und was machen wir und wie kann ich das für mich nutzen und wo sehe ich da die wichtigen Punkte. Denn haben Sie jetzt eine Aufgabe. Sie schnappen sich jemanden in Ihrer Umgebung, nah dran, neben Ihnen, hinter Ihnen, vor Ihnen, den Sie nicht kennen. Und reden mit dem kurz 5 Minuten darüber, was ist Ihnen eigentlich jetzt spannend und wichtig gewesen, wo sehen Sie Schwächen, welche Rückfragen haben Sie und wo können Sie aus Ihrer Lebenserfahrung was beisteuern, wo Sie sagen, das ist eigentlich was, was er noch nicht genügend belichtet hat. Also wo können Sie ihn ergänzen und weiterführen? Ja? Über die Stärke sind wir uns im Klaren, aber jetzt gucken wir mal, wo wollen wir reinbohren und was können wir noch dazu tun? Aufgabe klar, wir nehmen uns dafür ungefähr 5 Minuten. In der Zeit können auch einige Leute mal um die Ecke gehen und wiederkommen und wir sind dann alle wieder beisammen, okay? Danach Diskussion. Ach so, und übrigens am Ende des Abends, es gibt noch was zu trinken. Je mehr jetzt gehen, desto mehr dürfen sich nachher 2 Gläser nehmen. Schnappen Sie sich jemanden. So. Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Ich finde solche Runden auch deshalb immer ganz wichtig und spannend, um sich daran zu erinnern, dass in solchen Veranstaltungen die Weitblickenden und Mutigen sitzen. Und ein Gespräch mit weitblickenden und mutigen Menschen bringt immer was. Deshalb ist das eine vernünftige Sache. Ich würde jetzt gerne folgendermaßen vorgehen. Wir fangen bei irgendeinem Thema an und sammeln dann mal Eindrücke, Kommentare oder Hinweise ähnlicher Art, damit wir in der Diskussion nicht ständig hin und her springen und uns darauf beziehen, was jemand vor ungefähr 3 Minuten oder 5 Minuten gesagt hat. Würden Sie gerne eröffnen wollen? Gut, okay. Machen wir das so, wir gucken erstmal, was er hat, schauen dann, ob es im Kreis ähnliche Kommentare oder Punkte gibt und gucken dann, ob wir weitere Themen haben. Mögen Sie anfangen? Mein Thema ist ein ganz einfaches. Da man ja heute fast nur noch Fake News hört, würde ich Sie mal fragen. Es heißt ja, die GroKo hat die Klimaziele gecancelt. Was ist denn nun der Sachstand? Das interessiert mich mal sehr. Naja, offiziell haben wir uns, ich beantworte direkt, ne? Offiziell haben wir in Paris uns dazu verpflichtet, genau dieses 1,5-Tonnen-Ziel zu erreichen. Und das
Davon hat die Bundesregierung auch jetzt keinen Abstand genommen. Sie sagen jetzt, gut, das Ziel bis 2020, das reißen wir. Es ist ja, ich habe nicht gesagt, dass es leicht wird, ja. Zum Beispiel, wir würden es jetzt noch kurzfristig, also das selbstgesteckte Ziel, -40%, dieses Ziel würden wir erreichen, wenn wir, ich sag mal, noch 6 bis 8 Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Und zwar uralte Kraftwerke, die auch wirklich die reinsten Dreckschleudern sind. Dann würden wir dieses Ziel erreichen. Aber da merken Sie dann, das ist dann reale Politik. Da sagen viele, ja, der Gabriel, nicht der alte Feckling, so ist ja gar nicht gelaufen. Der Gabriel wollte eine Vorgabe machen, dass die also einen Standard anheben, dass die ganz schlechten Kraftwerke vom Netz genommen werden müssen. Das hätte den Staat nichts gekostet. Und der Staatssekretär bei ihm, der Barke, ist ja auch, also ist ein Grüner, ist unverdächtig, dass er was für die Energieindustrie tun will. Aber wer ist denn auf die Barrikaden gegangen? Das waren die Ministerpräsidenten von Sachsen, MacPom und NRW. Und die haben Druck gemacht. Und dann musste Gabriel da einen Deal aushandeln, weil Angie auch gesagt hat, ja, was sollen wir machen? Also CDU hat sie auch Druck bekommen. Und jetzt haben wir 1,5 Milliarden Euro bezahlt, damit die ersten, ich glaube, 5 oder 6 Kraftwerke vom Netz gehen. Also es wäre einfach, das Ziel zu erreichen. Aber ich glaube, langfristig ist schon die Bereitschaft bei allen Parteien da, dort entschlossen voranzugehen. Ja, man kann jetzt, ich verstehe das vollkommen, man kann viel darüber reden, was wir alles nicht erreicht haben. Man kann aber auch mal darüber reden, was wir erreicht haben. Nämlich -35% CO2, 30% erneuerbare Energien im Strommix. Ja, das wäre, oder 35 sogar mittlerweile. Das hätte niemand für möglich gehalten. Also, ich verstehe die Kritik, aber meine Aufgabe ist auch, die Leute zu ermutigen, dass es sich lohnt, sich zu engagieren, weil wir haben Veränderungen erreicht. Und kann man sagen, geht nicht schnell genug, würde ich sofort unterschreiben. Es geht auf keinen Fall schnell genug. Aber die Alternative für mich bedeutet jetzt auch nicht, ja, dann lasse ich jetzt alles, jetzt mache ich nichts mehr. Ja. Es gibt ein paar Ergänzungen zu dieser Frage, Rückkopplung auf die politische Ebene. Ich komme gleich zu Ihnen. Sammeln wir? Also ich würde lieber also auf der eher also lokalen oder städtischen Ebene weiterschauen, weil das ist im Prinzip unser also Wirkungskreis, den wir jetzt auch haben in der Diskussion. Und dass Ziele von ganz oben vorgegeben werden, das ist eine Sache, aber das, was an der Basis oder in Kommunen wirklich passiert, ist die andere. Und da habe ich was ganz Konkretes dazu. Und zwar ist der Radverkehrsanteil hier in der Stadt zum Beispiel bei 15%. Ungefähr, wenn wir jetzt diese 15% aus dem Verkehrsbudget für den Radverkehr nachher hätten, wären wir ungefähr bei 1,5 Millionen, vielleicht so. Das wäre schon total hilfreich. Damit könnten wir hier richtig viel machen, also was den Radverkehr jetzt angeht. So. Wie kann man solche Dinge voranbringen? Wäre da ein Bürgerhaushalt zum Beispiel nützlich, dass sich mehr Leute beteiligen können, die dann sagen, okay, wir tackern jetzt die Zahl für den Radverkehr fest, was an Investitionen ist, dauerhaft? Oder also wie können solche Veränderungen sozusagen, die Sie einfordern, wie können die gut umgesetzt werden? So, es gibt die Möglichkeit, Demonstrationen zu machen, aber genau, diese Finanzebene ist ja eine wichtige auch. Danke. Ergänzung? Ja, ich habe erst die Freude, mich für den hervorragenden Vortrag zu bedanken und hätte einige Ergänzungen zu machen und Vorschläge, wie man denn die gesamte Problematik beschleunigen könnte. Zum Beispiel würde ich zum Thema Rohstoffeffizienz, zu dem Ihr ehemaliger Kollege Friedrich Schmidt-Bleek ja auch ein Buch geschrieben hat, den Vorschlag machen, dass man geplante Obsoleszenz dadurch leicht abschaffen könnte, indem man allen Dingen 10 Jahre Garantie zubilligen würde. Außerdem könnte man zum Beispiel die
Produktion von Fleisch zum gegenwärtigen Standard dadurch platt machen, dass man die Produzenten von Fleisch verpflichten würde, nicht nur das Fleisch zu exportieren, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes den Mist, den sie damit produzieren, an dieselbe Stelle zu exportieren. Mir hat allerdings gefehlt in Ihrem Vortrag, wenn ich das sagen darf, Ihr Beitrag zum autonomen Fahren. Denn das ist eine Möglichkeit, den Verkehr gleich um 90% zu reduzieren. Nicht, was autonome Fahren. Ja, autonomes Fahren. Was nicht den Personentransport insgesamt betrifft, aber die Anzahl der Fahrzeuge, die damit beschäftigt sind. Übrigens muss ich auch den ehemaligen Bundesaußenminister zitieren, man sollte die Menschen nicht danach beurteilen, was sie sagen, sondern was sie machen. Also jedes einzelne persönliche Beispiel zählt. In dem Zusammenhang könnte man vielleicht noch Herr Welzer zitieren, es müssen nur 5% der gesamten Bevölkerung sein, die einen Wandel hervorrufen, aber 5% aus allen Schichten, die diesen Wandel vorleben. Herzlichen Dank. Lassen Sie uns noch mal auf der politischen Ebene Rückkopplung zwischen großen Zielen und politischem Handeln bleiben. Gab es dazu noch Punkte? Da vorne noch einer. Sie hatten sich dazu direkt. Ja, Herr Kuppertz, mir hat der Vortrag sehr gut gefallen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben ja jetzt schon einige Experten bei unserem Klimadialog gehabt, aber ich fand es wirklich sehr erfrischend, dass Sie uns so konkret Mut gemacht haben, einfach mit bestimmten Dingen anzufangen, weil einiges, das ist hier schon angeklungen, wird ja auch bei uns kommunalpolitisch diskutiert, kriegt halt nicht immer gleich eine Mehrheit. Und bin ich auch nochmal bei dem ganz spannenden Punkt. Die Frage ist, also ich denke, im Thema Radverkehr hat sich schon einiges getan in der Stadt. Also da denke ich schon, ich habe ja auch so ein bisschen die Innenansicht, wie die Diskussionen vor einigen Jahren gelaufen sind und wie sie jetzt laufen, da hat sich schon einiges verändert. Gebe Ihnen recht, noch nicht genug. Und da komme ich auf einen spannenden Punkt, den ich Sie jetzt auch nochmal fragen wollte, dann nachher, wie viel Zeit haben wir eigentlich? Weil ich denke mal, es sind gewisse politische Prozesse, denn wenn Sie sagen, es müssen Standards verändert werden, ist am Ende immer die Politik gefragt. Wobei ich es wichtig finde, insofern haben Sie den Bogen geschlagen. Das bedeutet ja nicht, dass wir uns zurücklehnen können. Das ist ja ganz wichtig. Also Politik bewegt sich dann, wenn Bürgerinnen und Bürger auch ganz klar artikulieren, was sie erwarten, was sie möchten. Und das ist, denke ich, auch nochmal eine wichtige Botschaft auch des heutigen Abends. Aber die Frage ist, Politik arbeitet nun mal langsam. Das ist so. Das ist meine persönliche Erfahrung im Bereich der Kommunalpolitik. Und ich denke mal, gilt erst recht für die Landes- und Bundespolitik. Und da ist die Frage mit Blick auf die Klimakatastrophe, in die wir hineinlaufen, ich sage es mal bewusst so stark, wie viel Zeit haben wir eigentlich und wie kriegt man das in Übereinstimmung zu diesen langsamen Entscheidungsprozessen. Danke. Letzter Kommentar oder letzte Frage dazu. Wo war es? Ja. Na, ich will mich mal outen. Ich bin vorbelastet. Ich habe in den 70er Jahren bereits auf einem Gebiet in der DDR gearbeitet, das hieß Abgasforschung. So etwas gab es in der Tat. Und Sie werden sich glauben, dort wurde sogar aus dem Westen eine Publikation verbreitet über sogenannte Geruchsboxen in Kalifornien, wo Menschen reingesetzt wurden, um zu testen, wie gut das Abgas roch. Also über diesen VW-Skandal zurzeit, der da läuft, in Sachen diese Emissionen von Kali nur schmunzeln. Aber das sind vorweg. Ich habe nämlich anschließend noch 38 Jahre Nahverkehr aufzubieten, Erfahrung. Und in dem Zusammenhang würde ich mal wissen, inwieweit wir uns hier zurzeit auf einen Weg hinbegeben, der demokratische Prinzipien und Ziele in Deutschland gegen umweltpolitische Ziele miteinander die Gefahr läuft, auszuspielen. Das Problem ist einfach, ich nehme nur das Stichwort 30 km/h, was Sie vorhin angespielt haben in der Kommune. Dort gibt es also eine Reihe von Widersprüchen mit technischen Gesichtspunkten. Man kann vieles tun, kann es lassen, kann es auch gar nicht umsetzen. Es gibt weitere Gebiete, wo man sich mit beschäftigen könnte, das will ich hier gar nicht tun. Worauf ich aufmerksam machen will, ist, dass diese Ambivalenz zwischen diesen beiden großen gesellschaftlichen Komplexen noch durch eine dritte Ebene begleitet wird. Und das ist die juristische Szene in Deutschland, die zurzeit durch ihre Unabhängigkeit teilweise auch Interpretationen zulässt, die diesem Ansatz der Einwohner als auch der Kommunen nicht gerecht wird.
Man merkt das an bestimmten Planungsvorhaben, man merkt das an Zeiträumen. Hier wurde es gerade angedeutet, wie lange solche Vorhaben dauern und manchmal zu lange, dann werden sie wieder geändert. Und diese Konsequenz im Herangehen an diese Ziele, die wird zurzeit durch die Entwicklung und die langwierige Episode dann mehr oder weniger außer Kraft gesetzt. Und das ist eine große Gefahr, die ich sehe. Und da sehe ich auch zurzeit keine Möglichkeit, das dem entgegenzusteuern. Denn selbst Ihr Vortrag, und ich fand ihn sehr interessant, ist eigentlich so aufgebaut, dass Sie in jedem dritten, vierten, fünften, sechsten Satz mehr oder weniger zusätzlich eine Mauer dazwischen zwei Argumenten aufbauen, die nicht auflösbar erscheint. Das sind viele Dinge gewesen, die man jetzt interpretieren und kommentieren können. Dazu ist die Zeit nicht da. Aber es ist interessant, was Sie aufgezeigt haben. Da war auch nichts falsch für meine Begriffe dran. Aber die Frage ist, wie gehen wir daran, diese Mauern zu überbrücken? In den Kommunen fehlen teilweise winzigste Handlungsebenen. Das Beispiel, Sie brachten die Straßenbahn mit der Werbung. Vielleicht wissen Sie auch, dass die Betriebe durch diese Werbung Einnahmen erwirken. Damit die Fahrgäste. Nee, das wusste ich nicht. Ja, ja. In Magdeburg stehen sämtliche Wartehallen der Stadt unter der Agenda einer Werbeagentur und damit sind die Fahrgäste im trockenen Dank Werbung. Und diese Werbung, die Sie da beschrieben haben, die haben wir schon vor 10, 15 Jahren versucht, in den Verkehrsmitteln abzuschaffen, weil sie tatsächlich subjektiv sehr belastend ist. Da gebe ich Ihnen recht. Also es sind so viele Momente in diesem Vortrag drin, die man eigentlich aufstrippen könnte mit weiteren Vorträgen. Man muss anfangen jetzt zu sortieren, wo fängt man an. Und dieses systemische Denken und dieses systemische Handeln, dazu scheint mir zurzeit in der Agenda der demokratischen Prinzipien vieles nicht möglich in Deutschland, leider. Denn auch betriebswirtschaftlich haben wir das Problem nicht. Der Export vom VW regeneriert Gewinne da, wo wir umweltpolitisch in den Ländern nicht hinwollen. Vielen Dank. Danke auch Ihnen. Okay, ich fange mal mit dem letzten an. Man kann, und das verknüpft sich ein bisschen mit der Frage mit der Zeit. Wir leben nun mal in einer Demokratie, die will ich nicht abschaffen. Ich glaube, das habe ich deutlich gemacht. Und Sie haben auch so den Eindruck erweckt jetzt, als wenn, ich habe Mauern aufgebaut, ich habe ganz viele Beispiele gebracht von realisierter Politik, ja, von realisierten Reformen, die stattgefunden haben. Ja, und die haben stattgefunden in der Demokratie, die wurden beschlossen in Parlamenten und sie wurden auch deswegen beschlossen, weil sich Menschen engagiert haben. Diesen Punkt habe ich versucht deutlich zu machen. Und klar, man könnte sagen, ja, in China ist ja total praktisch. Die sagen in Peking, ja, wir verlosen nur die Autos, die jetzt zusätzlich zugelassen werden sollen, mehr akzeptieren wir nicht. Ja, oder diese und diese Geräte dürfen gar nicht mehr verkauft werden. Das entscheidet ein kleines Gremium und dann wird es gemacht. Ja, ist total praktisch. Aber ich bin ein großer Anhänger der Demokratie. Demokratien haben noch nie gegeneinander Krieg geführt. Aber Demokratien haben es auch extrem schwer gegenüber so langfristigen Herausforderungen oder schleichenden Katastrophen, ambitionierte Signale zu setzen. Trotzdem tun wir das. Zum Beispiel gab es den Beschluss Rente mit 67. Da kann man nicht sagen, dass die Leute Hurra geschrien haben, als man diese Reform beschlossen hat. Das galt als politischer Selbstmord. Trotzdem hat man es politisch beschlossen, weil man gesagt hat, das ist der beste Weg, dass das System sich trägt. Schließlich leben die Leute ja auch schon mittlerweile 20 Jahre länger, also von Lebenserwartung, als zu der Zeit, als das System geschaffen wurde. Wir brauchen also in einer Demokratie mehr Leute, die den Mut haben, das zu sagen oder sich für eine Reform zu engagieren, mit der sie im Zweifelsfall vielleicht auch nicht wieder gewählt werden. Aber ich sag mal, wenn Angie jetzt Tempo 120 mit der Großen Koalition auf den Weg bringen würde, ich garantiere Ihnen, nach 4 Jahren hätten die Leute das wieder vergessen, bei der nächsten Wahl. Gut, also das ist politischer Mut und wäre meine Antwort darauf. Ich sehe da keinen Widerspruch zwischen Demokratie und Umweltpolitik, aber ich gebe auch zu, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Ja, wie viel Zeit haben wir? Genau, Demokratien sind oft nicht schnell genug und dynamisch genug, aber bisher, also wenn ich jetzt aus dem Stegreif sagen müsste, wie viel Zeit haben wir, wie soll ich das quantifizieren? Ich würde mal sagen, wenn wir sagen, bis zum Jahr 2020, laut offiziellem Fahrplan,
die CO2-Emissionen um 40% reduziert haben wollen, und wir sind jetzt gerade bei 33, sind wir knapp in der Zeit. Das heißt, wenn wir es 2020 nicht geschafft haben, sind wir hinterher im Plan. Und das ist ein ziemlich genauer Indikator. Kommunalpolitisch ist es schwieriger, das genau so zu quantifizieren. Aber es ist ja auch gerade ganz gut, dass solche Ziele gesteckt sind, damit überhaupt ein gewisser Druck im Kessel ist. Weil ich gebe zu, Ziele sind schnell beschlossen, auch kommunalpolitisch. Ne? Die Masterpläne, ne? Alles wird schön beschlossen, sind alle Fraktionen dabei. Nur wenn es konkret wird, ne? Wenn sie einen Parkplatz abbauen wollen, wenn sie eine Busspur einführen wollen, dann kommen die Widerstände und dann heißt es wieder, das geht alle nicht. Ne? Und dann sind gut, wenn die Ziele da sind, wenn sie beschlossen sind, wenn man immer wieder sagen kann, ja, das habt ihr alle beschlossen, alle Fraktionen, ja, wie wollen wir das Ziel denn erreichen? Was sind denn eure Vorschläge? Stichwort jetzt hier auch Luftreinhalteplan. Dann, wie wollt ihr das Ziel erreichen? Und dann sind auch die Fraktionen, die gegen die Busspur sind, kommen dann irgendwann in ihre Nöte. Und das löst dann auch wieder Handlungsdruck aus bei allen Fraktionen. Ich erlebe das ja auch im Kommunalparlament, diese Probleme. Auch hier beim Thema Radverkehr. Wir haben jetzt den Etat für Radverkehr auf 800.000 erhöht von, ich glaube, 150.000 im Kommunalparlament. Und da war auch die CDU mit dafür. Auch in der CDU gibt es ja mittlerweile ganz viele, die zum Beispiel die Energiewende befürworten, die ganz viele, sagen wir, verkehrspolitische Maßnahmen befürworten, weil der Mainstream sich auch verändert hat. Das, was vor 20 Jahren noch eine idiotische Idee war, halten viele jetzt für was ganz Vernünftiges und Normales. Und dass diese Veränderung des Gesellschaftsdiskurses stattfindet, dass auch in der Politik immer mehr bereit sind, das zu tun, was notwendig ist, das liegt halt auch daran, weil ganz viele Menschen Druck machen und sagen, wir wollen diese Veränderung. Und nehmen wir mal politischen Druck. In Berlin waren halt, wie gesagt, jetzt im Januar 33.000, die wollten Reformen in der Agrarwirtschaft. Ich habe das Beispiel mit den Legehühnern gebracht, dass die Auslauffläche sich verdoppelt hat. Wenn wir uns das vorstellen, alle 5 Jahre erhöhen wir die Auslauffläche dieser Hühner, dann haben wir in 15 Jahren Biohühner, sage ich mal. Ja? So. Ich glaube wirklich nicht, wenn jetzt die Europäische Kommission beschließt, wir wollen die Auslauffläche in der nächsten Stufe wiederum erhöhen. Ich glaube nicht, dass jemand in Berlin auf die Straße geht und dagegen demonstriert. Außer vielleicht ein paar Landwirte. Aber nur ein paar. Die haben auch nichts dagegen. Wer natürlich vehement protestiert, Monsanto und BASF gegen meine Reformvorschläge oder meine Standards in der Landwirtschaft, das sind meine Gegner. Und die Agrarindustrie, also die industriellen Landwirte, wir sprechen nicht von den ganzen kleinen Höfen, die es gibt, die sind ja, sag mal, tun einem leid an diesem knallharten Wettbewerb. Die können auch nicht machen, was sie für richtig halten. Aber sag mal, das sind meine Gegner, die Agrarindustrie und die Chemiekonzerne. Aber das kenne ich. Ne? Bei der Energie war es genauso. Ja? RWE, Vattenfall, die haben ja auch nicht freiwillig ihre Geschäftsmodelle verändert. Ja? Da gab das Gesetz für erneuerbare Energien, gab es das schon 15 Jahre. Und dann haben die trotzdem nochmal versucht, die Laufzeiten für AKW zu verlängern. Ja? Erbitterter Widerstand. Aber nur weil ganz viele Menschen weil sie immer wieder Druck gemacht haben, kam die Energiewende doch. Mittlerweile haben die Großen das auch kapiert. Und die verdienen ja auch mit erneuerbaren Geld. Das ist ja der Witz. Nicht? Auch RWE wird mit neuen Geschäftsmodellen Geld verdienen. So wie BASF oder Monsanto zum Beispiel auch zum Beispiel mit biologischer Schädlingsbekämpfung Geld verdienen können. Oder die Maschinenbauer, die werden auch mit Landschaftsrobotoren ihr Geld verdienen, die halt Unkraut tupfen können und vieles mehr. Das wird sogar wahrscheinlich ein Innovationstreiber sein für diese Technologie. Gilt übrigens auch für die Automobilindustrie. Wenn wir hohe Standards setzen, nicht, dann wäre unsere Industrie ganz vorne dran im internationalen Wettbewerb. So, wie komme ich dazu, dass der Radverkehrsetat jetzt in Magdeburg erhöht wird? Engagement, hingehen, und meine Erfahrung ist, mit Kommunalpolitikern reden, auf verschiedenen Kanälen, also wenn Sie zu denen hingehen, dann die kennen die wahrscheinlich schon, dann schicken Sie noch 10 andere,
schicken Sie noch 50 andere, schreiben Sie Briefe an die Ratsmitglieder. Ich bin wirklich erstaunt. Ich kriege das ja, beobachte das jetzt ja. Immer wenn, also jeder Brief wird quasi beantwortet, der an die Fraktionen geht. Ja, wo ich denke, Leute, das geht gar nicht. Ja. Dafür haben wir gar nicht die Zeit. Und die Verwaltung, die ist auch also außerordentlich aufgeschlossen für den Bürger. Ich weiß ja nicht, wie es hier in Magdeburg ist, aber das Schlimmste, was der Verwaltung passieren kann, und so ist bei vielen die Denke, ein Artikel in der Lokalzeitung, der etwas Kritisches sagt über Verwaltungshandeln. Das will keiner haben, vor allen Dingen der Oberbürgermeister. Also politischen Druck auf allen Kanälen machen und naja, und Sie haben schon anklingen lassen, auch im Radverkehrsbereich hat sich wahrscheinlich ein bisschen was getan. Es muss aber mehr werden. Und die Diskussion, die man führen muss, ist tatsächlich die Aufteilung auch des Verkehrsraums. Und zum Beispiel, das sage ich jetzt noch, häufig sage ich, es muss aber gerecht sein. Es müssen alle fair behandelt werden, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer. Ich sage, ja, bitte, ich bin für mehr Gerechtigkeit, dann kriegt jetzt jeder ein Drittel des Straßenraums. Ein Drittel die Autos, ein Drittel die Fußgänger, ein Drittel die Radfahrer. Okay, Stichwort Garantie. Steht auch in der Ökoroutine, Sie werden es nicht glauben, habe ich natürlich nicht vergessen, weil ich finde, das ist ein ganz exzellenter Vorschlag. Wir verlängern die Garantiezeit zum Beispiel für Handys von 2 Jahren auf 4 Jahre. Jetzt mal Hypothese. Ich nehme an, dass die Nutzungsdauer der Handys sich auch verdoppeln würde. Und das würde bedeuten, dass der Ressourcenbedarf für Handys sich halbiert. Ist das nicht faszinierend? Wiederum, eine unfassbar einfache Maßnahme. Gut, dass Sie es gesagt haben. Ich habe das unterschlagen, weil ich, Sie haben es wahrscheinlich nicht gemerkt, aber ich habe versucht, mich kurz zu fassen, kleiner Scherz. Anderer Vorschlag, den ich mache jetzt, Garantie 10 Jahre zum Beispiel für weiße Ware, Kühlschränke, Waschmaschinen, geht bequem. Kühlschränke, die haben ja früher so lange gehalten, 20 Jahre, das war ja schon klimapolitisch fatal, dass die nicht kaputt gingen, die Dinger. Jetzt treffe ich Leute, die kaufen ein Gerät von einem namhaften Hersteller, nach 7 Jahren ist das Ding kaputt. Ja, wie kann das denn sein? Irgendeine elektronische Steuerung kaputt, ja, dann geht der ab in Schrott und die hat sich noch gefreut, dass der Hersteller sagt, ich verkaufe dir einen neuen für die Hälfte. Das ist ein Skandal und ich kann Ihnen garantieren, wenn Sie dem Hersteller sagen, 10 Jahre Garantie für den Kühlschrank oder für die Waschmaschine, dann halten die auch so lange. Das können unsere Ingenieure. Ob sie es wollen, das ist eine andere Frage. So, jetzt autonomes Fahren. Kann man viel zu sagen. Ich sag mal so, es gibt 2 Möglichkeiten. Also man kann davon ausgehen, dass es kommen wird. Will ich jetzt gar nicht drüber spekulieren, in wie vielen Jahren. Aber eine Sache ist wichtig, eine Sache habe ich mir gemerkt. Es wäre vorstellbar, jetzt auch im ländlichen Bereich, wenn ich anrufe und in einer Viertelstunde ist der Wagen da und bringt mich weg, dann meinte meine Nachbarin bei dem Vortrag, da brauche ich kein eigenes Auto mehr. Im ländlichen Bereich. Wenn dieser Wagen, dieses autonome Fahrzeug, mich zu der Magistrallinie, also zu der Schnelllinie bringt, die schnell in die Stadt führt, und zwar genau passend zu dem Anschluss, dann bin ich auch sehr schnell in der Stadt. Und das könnte, wenn autonomes Fahren so verwendet wird, quasi als Zubringer zu diesen Schnelllinien, dann könnte sich die Zahl der Autos locker halbieren, was wir übrigens auch brauchen. Sonst können wir die Klimaschutzziele nicht einhalten. Halbierung und der Rest elektrisch. Und so, das wäre die positive Vision. Nur halb so viele Autos, Mobilitätsrevolution. Es könnte aber auch so sein, und so wird es kommen, wenn wir politisch nicht die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dann fährt Willi mit seinem autonomen Fahrzeug bis in die Innenstadt, in die Garage, der Wagen parkt da alleine, total praktisch. Ja. Und alle machen genau das Gleiche wie vorher, nur jetzt auch, dass sie nicht mehr lenken müssen. Ja, wie praktisch ist das denn? Und es kann sogar noch so sein, dass man sagt, oh, Schwiegermutter braucht noch ein Paket Eier, packe ich in den Wagen, stehe ich ja nicht im Stau. Ja, die Möglichkeit besteht auch. Und genau ist man wieder an dieser Stelle. Automobilität könnte eine Riesenchance sein, aber dafür brauchen Sie zum Beispiel die Busspur oder den Parkplatzrückbau, damit überhaupt genau dieser Reiz da ist, das autonome Fahrzeug so zu nutzen. Und diese Schnelllinien, die Anschlüsse und all das. So, jetzt können wir wieder weitere Fragen sammeln. Noch 8 Minuten. Gut, ich würde jetzt gerne ein paar Fragen wieder sammeln und wir gucken mal einfach, auf welches Thema wir als nächstes kommen. Ich glaube, Sie hatten was über, wenn ich es richtig verstanden habe, Anspruchsdenken. Ja, schönen Dank.
Also der Vortrag war wirklich gut, das erstmal so ganz lasche sagt. Aber ich kann mich nur in Fragmenten äußern anhand von Notizen. Zum Beispiel wohne ich im Neubaugebiet, da gibt es Leute, die haben SUV, ne? Lebensmittelpunkt im Neubaugebiet. Da gibt es verschiedenste Beispiele. Mir geht es darum, wie verändern die Menschen, wie verändern wir, ich nutze das Wort wir, weil ich jetzt keinem was unterstellen möchte, das Anspruchsdenken. Weil wir unterliegen ja der Manipulation und der Suggestion der Großkonzerne mit ihren Produkten. Mir geht es auch nicht um den kleinen Landwirt oder den Handwerksmeister um die Ecke und die vielen anderen Produkte, die von Mittelständ gefördert und produziert werden. Sondern wir wissen, das gehört ja zur Ehrlichkeit dazu, dass viele Produkte in so einem Alter von Großkonzernen hergestellt werden, die uns mit ihrer Werbung, mit ihrem Marketing und so weiter und so weiter. Und wer halt nicht, Sie haben das Beispiel genannt, alle 2 Jahre das Smartphone oder verschiedene andere Geschichten. Auch Kinder wachsen ja schon damit auf, mit bestimmten Produkten, wenn man das nicht hat. Ne? Wir kennen alle das Schuh-Etui von Adidas oder Bayern München oder ähnliche Sachen. Das sind jetzt nur Beispiele. Also nochmal, es wird ja Profit, Rendite, Geld, Gewinnmaximierung, das sind ja die polemischen Begriffe dafür, dass wir Menschen diese Mechanik mit unserem Anspruchsdenken mitmachen, mittragen, zumindest passiv dulden. Und solange sich mit dem, plakativ gesagt, mit der Menschheit, mit uns Menschen, gerade in Industrieländern natürlich, woanders haben Menschen ganz andere Sorgen, aber in Industrieländern, solange sich das nicht ändert, in uns, mit uns, solange wird die Welle weiterreiten auf ständige Ausbeutung oder Wachstum, Wachstum, Wachstum. Sie haben verstanden, wie ich das meine. Dankeschön. Direkt dazu? Nein, dazu habe ich jetzt nicht zu sagen, sondern ich habe jetzt eine ganz andere Frage. Und zwar noch einmal zu der Begrünung, die der Herr Dr. Kopatz gesagt hatte in den Städten. Ich bin manchmal im Zweifeln, ob eine umfassende Mitsprache überhaupt gewollt ist von der Politik. Denn wir zeigen so oft auf China mit Smog. Jetzt habe ich es gerade erst wieder in der Zeitung gesehen, in Brasilien, die Regenwaldabholzung. Aber ich möchte mal sagen, dass wir hier in Deutschland nicht viel besser sind. Wir gehen mit unseren Ressourcen sehr, sehr leichtsinnig um. Es werden tausende Bäume oft unter wirklich fadenscheinigen Gründen abgeholzt. Es werden Straßenerweiterungen gemacht, wo kilometerweit Schneisen in die Wälder gebracht werden. Es wird wirklich, wie jetzt gerade in Magdeburg, großräumig Platz geschaffen, Bäume gefällt, um die neue Brücke zu bauen, um eine Straße mitten durch die Stadt zu bringen, wo dann natürlich ja auch ein Verkehr erwartet wird. Gärten werden aufgegeben für Wohnungsbau, für neue Straßenbahnlinien. Ich frage mich, ob das so sein muss. Und ich möchte auch sagen, auch wenn Neupflanzungen angedacht sind, aber wann wird eine Neupflanzung diese alten Bäume ersetzen, wie zum Beispiel in der Raiffeisenstraße? Herzlichen Dank. Da wir sowieso thematisch ein bisschen durcheinander gehen oder zusammengehen, springe ich jetzt einfach mal zu den letzten beiden Wortmeldungen, die ich für heute gesehen habe. Ich glaube, wir sind dann auch mit Gedanken so weit gesättigt, dass wir uns danach wohlverdient dem Weinchen widmen können. Ich habe noch eine kleine Frage, und zwar haben Sie selber angesprochen, dass wir vielleicht in 15 Jahren in der kompletten EU Bio produzieren könnten, wenn das von oben so vorgegeben wird. Allerdings sollte man auch meiner Meinung nach bedenken, dass heutzutage viele Konzerne auf Globalisierung setzen. So könnte es zum Beispiel sein, dass dann in der EU Bio produziert wird, wir aber trotzdem noch das günstige Fleisch aus Amerika kaufen, weil das halt einfach günstiger ist. Und somit das Bioprodukt fast nichts bringt. Ja, mein Name ist Jörg Dahlke von der Bürgerenergiegenossenschaft Hilionat. Ich habe gar keine Frage an den Herrn Kopatz, sondern es ging ja in dem Vortrag viel um das Engagement der Menschen.
Und mich würde mal interessieren, weil ich das eine sehr gute Plattform finde, wo auch immer der Saal voll ist, wo ich mich immer frage, wo fängt das Engagement der Menschen, die sich jetzt zu diesem Thema interessieren, tatsächlich an? Und meine Frage wäre mal hier in das Publikum, wer will sich denn engagieren? Also ganz konkret, weg von dem Fernseher, weg von aus den Konsumtempeln, sondern wer will sich hier ganz konkret für bestimmte Bereiche, die uns allen am Herzen liegen, engagieren? Das würde mich mal interessieren und da einfach mal ein kurzes Stimmungsbild aus dem Publikum erfahren, einfach durch Handhebung. Vielen Dank. Gucken Sie, ganz viele Hände gehen hoch. Gucken Sie mal, ist das nicht toll? Sie haben, wenn Sie so wollen, die Falschen gefragt. Nein, die anderen haben nur nicht deshalb die Hand gehoben, weil die sich sowieso schon ganz viel engagieren. Ha? Ah, er lädt Sie ein, Ihre Adressen zu hinterlegen. Er könnte Mitstreiter gebrauchen und für eine gute Sache. Bäume retten und solche Dinge. Ich weiß nicht, worum geht es bei Ihnen? Energiewende und Verkehrswende. Ich glaube, das sind so die beiden Themen, die uns alle hier so im Netzwerk auch interessieren. Ja. Okay. Herr Kuppertz, Sie haben gleich das Schlusswort. Danach sind alle auf ein Getränk von der Friedrich-Ebert-Stiftung draußen herzlich eingeladen. Der Ebert-Stiftung, der wir übrigens für diesen ganz, ganz spannenden Abend auch nur danken können. Und wenn Sie aber essen wollen, zahlen Sie selber. Ne? So, ich glaube, das waren die Regeln. Ich danke Ihnen, Herr Kuppertz, Ihr Schlusswort. Ich habe ja, danke. Also, Sie merken, wie tief das sitzt, dieses, jeder muss bei sich selber anfangen. Sie haben gerade eben auch gesagt, ne, der Kunde muss was anderes kaufen und so weiter und der tut es ja nicht. Sie haben auch gesagt, das ist alles so schwierig, es werden Bäume gefällt und so. Aber kommen wir zu den Kunden, der tut nicht das. Sie haben gerade auch gesagt, wer engagiert sich und kauft diese und diese Geräte nicht oder macht dies und das anders. Ich meine das Engagement und genau das Politische. Also wer von Ihnen geht mal zur Demo, das ist eine Kleinigkeit. Wer tut mehr, als nur zur Wahl zu gehen? Das ist die Frage, die sich stellt oder die man sich selber stellen kann. Natürlich sollte auch jeder versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Weniger fliegen, weniger Fleisch essen, all die guten Dinge tun. Ja? Versuchen Sie es, ich möchte alle dazu einladen. Ich möchte jeder aber... Ich mache Ihnen aber keinen Vorwurf, wenn Sie es nicht schaffen. Oder wenn Sie das eine schaffen, aber das andere nicht. Ja, ich habe eine Freundin, die hat neulich einen Cappuccino getrunken, saß mal in so einem Bioladen-Café und nach der Stunde sagt sie so, ich muss noch mal kurz im Lidl ein paar Nüsse kaufen. Ich sage, wieso, die Nüsse hast du doch jetzt hier gerade im Laden, dann musst du gar nicht so weit gehen. Jetzt ist so, dass sie, ich sag mal, zusammen als Paar bestimmt 150.000 Euro im Jahr verdienen. Also die sind nicht arm. Und das habe ich ja auch gesagt, aber das Geld sparen da, ich meine, du kannst dir das so bequem leisten, wenn du mir nur 100% alles Bio kaufst, das wird dich in deinem Portemonnaie da kaum bemerkbar machen. Ne? Da sagt sie, ja, aber ich bin so groß geworden, das steckt so drin. Ne? Also, ja, und dann habe ich mit ihr nicht mehr weiter darüber, nicht, was hilft's? Ne? Trotzdem ist sie für das Konzept der Ökoroutine. Trotzdem würde sie Reformen begrüßen, die das tun, nicht damit irgendwann alles, sagen wir mal, Bio ist, auch die Nüsse um Himmels Willen, ja. Aber genau das ist der Punkt, nicht? Die Leute sind ein Stück weit Ohnmacht, aber sie sind bereit, bestimmte Dinge zu akzeptieren oder auch sich dafür zu engagieren. Und was Sie auch gesprochen haben mit den regionalen Produkten, ich finde das einen wichtigen Punkt, indem die Leute bei Versandhändlern einkaufen, indem sie Produkte kaufen, die halt, wer weiß, wo produziert wurden, schaden sie natürlich dem hiesigen Arbeitsmarkt, zum Beispiel den Einzelhändlern hier. Und dazu gibt es tatsächlich auch ein Kapitel in der Ökoroutine, das nennt sich Wirtschaftsförderung 4.0. Das ist genauso wie das Kapitel für Arbeit, das arbeitet weniger mit Standards oder Limits, sondern über Förderkonzepte, weil in vielen Bereichen kann man nicht, also man kann nicht alles vorschreiben, um Himmels Willen. Aber da würde ich zum Beispiel sagen, dass die Wirtschaftsförderung sich nicht nur darum kümmert, neue Unternehmen anzusiedeln, sondern genau die Initiativen, die es auch gibt, zum Beispiel bei kooperativen Wirtschaftsformen, gegenseitige Hilfe, Teilen, Tauschen, Tauschnetzwerke, das mit zu unterstützen und zu fördern, weil da gibt es ganz viele Aktivitäten, die aber bloß beobachtet werden von den Kommunalpolitikern. Und da sage ich, nicht, unterstütze das mal, damit da mehr draus wird. Zum Beispiel das Repair-Café, ja, häufig so kleine, niedliche Sachen, kennt keiner.
den kann man ja mal fragen, was können wir dafür tun, damit das bekannter wird? Bei Marketing Unterstützung leisten, vielleicht ein etwas größeres Geschäft in einer besseren Lage. Nee, da kann man unterstützen, da ist Hilfe notwendig. Vielleicht auch Kooperation mit heilpädagogischer Hilfe oder was es so gibt. Oder mit dem Elektrohandwerk. Auch das gibt es zum Beispiel in Wien. Gibt es mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele tausend Tonnen Abfall mittlerweile dort eingespart werden, weil die Sachen dort noch repariert werden. In Kooperation mit dem Elektrohandwerk. Also schauen Sie sich das an, dazu gibt es auch ein bisschen was in dem Buch. Aber ansonsten ja, der Kunde soll was verändern, aber ich hoffe eben nicht darauf, dass das nur von unten kommt. Wir brauchen beide Wege, top-down und bottom-up. Wird die Politik mitspielen? Nicht, ich sag mal so, es gibt ja Bürgerentscheide. Und gab es auch zum Beispiel dann bei Stuttgart 21. Dann waren wir ganz verwundert. Der Bürger war dafür, für Stuttgart 21. Gibt es auch in München neue Autobahnausbau. Ja, waren die Bürger dafür. Ja, sowas gibt es. Die Bürger wählen nicht automatisch das klimapolitisch Gewünschte. Das ist ja auch, sagen wir mal, sehr populistisch dann die Diskussion. Also die Bürger wollten ja zum Beispiel in Berlin auch, dass Tegel offen bleibt. Was wirklich auch ein ökonomischer Unsinn ist. Und da müssen wir mal schauen. Also ich bin deswegen nicht mehr so begeistert von diesen Plebisziten, auch von Brexit zum Beispiel. Kann man sagen, ja, war den Leuten wirklich allen so klar, für was sie sich da entschieden haben. Und es wird ja auch extrem viel gelogen, ne? Der Boris Johnson zum Beispiel hat gesagt, ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen Pfund im Monat der Gesundheitsapparat extra zur Verfügung hätte, war glatt gelogen. Ja. Es wird ja stumpf gelogen und ich sag mal, postfaktische Argumente gibt es nicht erst seit Donald Trump. Damit müssen wir irgendwie leben im politischen Prozess. So, jetzt bin ich abgeschweift. Der Bürger, sagen wir mal, der ist auch nicht immer, entscheidet auch nicht so verlässlich das, was man sich gerade wünscht. Und vor jedem Bürgerentscheid gibt es Wahlkampf. Und da sind die Mittel momentan überhaupt nicht fair verteilt. In Hamburg zum Beispiel ging es darum, das Stromnetz zurückzukaufen. Da gab es einen Bürgerentscheid. Und dann hatten ja, ich sag mal, die Befürworter, also die das Netz wieder in eigene Hand nehmen wollten, die Bürger, die haben gewonnen mit 51%, ganz knapp. Da habe ich den Geschäftsführer von BUND gratuliert, dann sagt er, ja, vielen Dank. Und das gegen einen geschätzten Etat von 20 Millionen Euro von Vattenfall und so weiter und den Energiekonzernen. Ja, da war keine Waffengleichheit, alleine schon von den Kampagnen und Werbeführungen her. Das war in Tegel auch nicht der Fall. Ja, da muss man dann, wenn man das macht, schon darauf achten, dass beide dann auch gleich viele Wahlkampfmittel zur Verfügung haben. Das wird momentan leider ziemlich vernachlässigt. Dann zu dem billigen Fleisch. Das ist eben nicht möglich. Alle Produkte, die in die Europäische Union eingeführt werden, gerade im Lebensmittelbereich, aber auch sonst, müssen unsere Standards einhalten. Das ist das Faszinierende daran. Es kann keiner Lebensmittel einführen, die bestimmte Gifte, ich sage immer bewusst Gifte, ja, noch enthalten, wenn sie hier nicht erlaubt sind. Ja, dann kriegt er ein Importverbot. Bei Fleisch genauso. Wenn da irgendein Hormon drin ist, was zum Beispiel in den USA zugelassen ist, deswegen hatten wir ja diese Diskussion über TTIP. Weil man genau das aufweichen wollte, dass alles Mögliche hier eingeführt werden darf. Und deswegen glaube ich umgekehrt, dass wenn wir diesen Weg gehen, den Agrarwende-Fahrplan auf den Weg bringen, dass umgekehrt international das auch ausstrahlen wird und viele Länder sich dem anschließen werden, auch gerade die Länder, die halt bei uns zum Beispiel einführen wollen. Mal abgesehen davon, dass es natürlich völlig aberwitzig ist, dass wir Fleisch importieren bzw. gleichzeitig auch Fleisch exportieren. Wenn wir mal an die gülleverseuchten Böden in Niedersachsen denken. Okay, jetzt mache ich wirklich ein Schlusswort. Ich erzähle mal die Geschichte, als ich die Studie Zukunftsfähiges Hamburg vorgestellt habe. Das war ungefähr so wie hier, 250 Leute waren da, ganz wichtiger Abend. Das Buch war druckfrisch, es lag da, ich hatte es selber noch gar nicht in die Hand gehalten. Ich kam rein. Bin direkt zum Bücherstand, wollte mal angucken, wie es jetzt live aussieht, ne, gedruckt. Und ich war noch gar nicht am Bücherstand, da kam schon einer auf mich zu und sagte, also Herr Kuppertz, ist doch nur die 10. Studie zu den anderen, die wir schon haben. Kennen wir doch schon alles.
Ich sage, ja toll, das ist jetzt ja sehr motivierend, gleich für den großen Vortrag. Ne? Und dann dachte ich, ja, was sagst du denn dazu? Ich meine, er hat ja recht. Tatsächlich waren da vielleicht 2-3% neue Ideen drin. Das meiste war irgendwie irgendwo schon mal bekannt gemacht worden oder auch sogar umgesetzt worden. Und als ich dann am Pult stand, ist mir eingefallen, was ich sage. Ja, es stimmt. Es ist alles bereits schon mal gesagt worden. Aber die Tatsache, dass alles bereits gesagt wurde, kann ja nicht bedeuten, dass wir jetzt für immer schweigen. Sich für Klimaschutz einzusetzen, für eine enkeltaugliche Politik, bedeutet, keine Angst zu haben vor Wiederholung, sondern sich für eine Sache immer wieder zu engagieren, auch wenn es bekannt ist, auch wenn manche sagen, ja, kenne ich schon. Es muss umgesetzt werden. Das ist gerade für Wissenschaftler, fällt da schwer. Ja. Da sucht man immer nach dem Neuen. Und es ist aber auch so, dass der oberste Wissenschaftler vom Wuppertal-Institut, Ernst-Ulrich von Weizsäcker, über 20 Jahre durch die Lande gezogen ist und für die Ökosteuerreform geworben hat. Ja, oder Hermann Scheer, zwei Drittel seines Lebens hat er eingesetzt, um für erneuerbare Energien zu kämpfen. Wie ein Sprechautomat ist der Mann durch die Lande gezogen und hat die Leute versucht zu überzeugen. Und meine feste Überzeugung ist, dass genau solche Leute auch den Unterschied machen, die keine Angst haben vor Wiederholungen und sich engagieren und vor einer Sache, sag mal, überzeugt sind und andere Leute infizieren. So kommen Veränderungen in Gang. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, bleiben Sie wacker, lassen Sie sich nicht kleinkriegen, engagieren Sie sich und haben Sie weiterhin Mut. Vielen Dank nochmal. Es sind noch ein paar Aufkleber da. Herr Kopatz, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für den Mut und die Gedanken, die Sie uns mitgegeben haben. Und Stichwort nächste Schritte. Am Anfang Juni ist hier die lange Nacht der Nachhaltigkeit. Dazu gibt es hier hinten Infos. Das hört sich für mich vernünftig an. Mögen Sie was dazu sagen? Ja, vielen Dank für die Worte. Es gibt eine Magdeburger Initiativgruppe für eine nachhaltige Entwicklung bzw. für die lange Woche der Nachhaltigkeit. Letztes Jahr fand das erste Mal statt mit 70 Veranstaltungen und im gleichen Zeitraum, zum Zeitpunkt auch der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit. Und ich lade Sie ein, beteiligen Sie sich entweder mit eigenen Veranstaltungen oder besuchen Sie die Veranstaltung, diskutieren Sie dort weiter und ja, wir hoffen, es wird zunehmen.